Locos! Was geht ab, Freunde? Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute gibt es ein E-Date. Ich habe schon zweimal gemacht. Zweimal ist das sehr gut angekommen. Also lasst diesmal wieder ein Like da, wenn ihr wollt, dass es nochmal kommt. Wir haben heute ein Mädchen, Nicole Dobrikow. Sie ist dafür bekannt, für ihr Aussehen auf jeden Fall, für ihre TikToks. Und sie ist heute das Mädchen, um das sich 10 Streamer streiten werden. Das heißt, dieses Mädchen versus 10 Streamer. Wir haben zuallererst Jem, bekannt für seine witzigen TikToks und für seine Horror-Streams. Er ist sehr unterhaltsam und hat Muskeln. Ensart. Ensart ist bekannt für seine FIFA-Tutorials, aber auch dafür, dass er immer durchzieht und viel macht. Ein Ackerer. Berko. Berko ist dafür bekannt, dass, Berko ist Berko. Berko. Popel-Umut. Popel-Umut ist für sein Mikrofon bekannt. Für sein Aussehen auch. Positiv gemeint natürlich. Riton. Riton ist für seine TikToks bekannt, für seinen Humor und für seine Livestreams. Cody. Cody ist für eine andere Art und Weise von TikToks bekannt. Jeder mag Cody. Es gibt keinen, der Cody nicht mag. Wer Cody nicht mag, ist komisch. Den mag ich nicht. Wir haben noch Mosamel dabei, der bekannt ist für seine Streams und seine Clips aus den Streams auf TikTok. Und zu allerletzt haben wir Kuzeng. Kuzeng ist für seine GTA-Streams bekannt. Er ist auch bekannt für seine Real-Life-Streams. Und er ist bekannt dafür, dass er 3 Monate lang einfach weg ist und dann wiederkommt, als wäre nichts gewesen. Let's go! Und diese 10 Jungs werden heute antreten gegen das eine Mädchen. Okay, wie geht's dir, Nicole? Gut, man lebt. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Danke zuallererst, dass du hier mitmachst, ne? Das ist, Ja, danke für die Einladung auch. Gerne. Also, ich sag dir, ich habe das jetzt 3-mal gemacht und es ist jedes Mal komplett Humor pur. Also, es wird heute 100% witzig. Okay, bevor wir reingehen, Leute, checkt natürlich auch gerne Nicole ab. Sehr korrekt, dass sie mitmacht. Ihre Links und so weiter sind unten in der Beschreibung verlinkt. Und ich hole jetzt den ersten Kandidaten rein. Und ich bin mute, Nicole, ne? Damit du weißt, achte gar nicht auf mich. Achte immer auf die andere Person. Ich hole als erstes rein einen coolen Kandidaten, nämlich Cousin. Jetzt. Du hast 1 Minute, dich vorzustellen. Nicole ist hier drinne. Los geht's. Viel Spaß. Let's go. Let's go. Okay, ich bin im Chat. Es geht los. 1 Minute. Stoppt einer die Zeit. Mods. Warte mal, du heißt Cousin? Nein, ich heiße Emin. Sorry. Wo ist er? Achso, okay. aber ich bin bekannt als Cousin. Ich mache Twitch seit 1 Jahr. Und, ja. Kann man mich sehen? Ja, man sieht dich. Man hört einfach irgendwas französisches Chat. Ich spiele Fußball, Verein seit ich 4 bin, 5 bin. Mhm. Und ich bin leidenschaftlicher, ich spiele halt VfB. Mod, sag mir, wenn die Zeit abgelaufen ist. Ja, Fußball. Professionell. Also ich krieg Geld. Also machst du Para. Er sagt, er ist Fußballer. Fußball. Also machst du Para mit Fußball. Ja. Wild. Und ist Twitch so dein Hauptberuf oder machst du das nebenbei? Er sagt, er ist Fußballer, Chat. Okay, ich darf nicht lachen, sonst merkt sie. Mein Hauptberuf ist eigentlich Stream, aber ich kann mich doch nicht so entscheiden. Ja, okay. Und was geht bei dir sonst so ab? Hast du Hobbys oder so? Oder was geht bei dir so ab im Leben? Also eigentlich ist Fußball ja mein Hobby. Und ich bin auch ganz viel am Hin und Her gehen. Okay, Jungs. Oh, Jungs und Mädels, das war's. Die 1 Minute ist vorbei, Cousin. Dankeschön für die Minute. Wir sehen uns gleich vielleicht wieder. Hä, wo war er? Ich weiß auch nicht. War der in der Shisha-Bar oder was? Nein. Shisha-Bar? Nein, da waren noch voll viele. Mein Chat schreibt, der ist auf dem Kanye West-Konzert einfach in Paris. Ach so. Ja, das ist krass. Okay. Hä, warum kommt... Stellt euch mal vor, er kommt weiter. Stellt euch mal vor, er kommt weiter und dann fängt Konzert an. Hä? Ist der dumm? Ich schwöre. Nicole, okay. Du brauchst noch gar nichts sagen. Du kannst dir... Aber du musst dir ein bisschen versuchen zu merken, weil es kommen ja viele Jungs, ja, ne? Ja, ich merke. Also ich nenne ihn jetzt Cousin. Ja, Cousin hieß er, genau. Okay. Berko, du hast 1 Minute, wenn deine Kamera an ist und los geht's. Ja, ich bin der Berko, freut mich, dich kennenzulernen, Nicole. Ja, ich bin gespannt. Stell mich vor, willst du irgendwas wissen, spezifisch zuerst, oder? Ja, was geht so bei dir ab? Was machst du beruflich? Was geht für dein Ding? Mal gucken. Ja, ich bin auch Influencer, wie für jeder andere hier. Ich bin 19 Jahre alt und ich bin Influencer, mehr gibt's nicht zu sagen. Alle 19 irgendwie bis jetzt. Jünger als ich, krass. Ja. Ich weiß nicht, wie alt sie ist. Wie lange machst du schon so Streamen und allgemein so Influencer-mäßig? Seit so 2 Jahren. 2 Jahren erfolgreich jetzt, ja. Seit 2 Jahren. Was? Du bist ja schon ein bisschen länger dabei. Ja, auch so 3 Jahre. 3, 4 Jahre so ungefähr. Ja, okay, ja. Ja, Mods, Minute, gibt ne? Gibt es denn so spezifische, sag ich mal, Anforderungen, die du hast? Also was sagst du,
muss der Gewinner heute bei sich tragen? Der Gewinner? Boah, das ist eine schwierige Frage, ne? Also da muss halt schon. Guck mal, wie süß er lächelt. Stimmt, sag ich mal. Erzähl mal so erstmal so über dich. So, was machst du so? Hast du irgendwelche Hobbys oder was geht so bei dir ab? Ich bin tatsächlich Gym, Kampfsport, so alles, was so ein stabiler Typ macht, würde ich also sagen. Also machst du auch Gym oder was? Ja, natürlich. Okay, die Zeit ist um. Die Zeit ist um. Ich weiß, Leute, ist knapp, aber dafür ist auch da. Es soll nur der erste Eindruck. Es soll nur der erste Eindruck sein. Und wenn du quasi mehr mit denen sprechen möchtest, dann wählst du die weiter für ein zweites Gespräch. Okay, Berko, mach's gut. Okay, bis dann. Wir machen direkt weiter. Wir hustlen direkt weiter, Nicole. Voll schnell, eine Minute. Ja, eine Minute ist gar nichts. Die Minute ist vorbei. Ja, deswegen, du musst so auf alles achten. So, wenn die eine Scheiße, ein Scheißding erzählen, dann ist schon sehr, sehr schlecht eigentlich. Was geht? Oh nein, da ist auch einer wieder draußen. Oh, er ist auch auf dem Kanye West Konzert. Deine Minute fängt jetzt an. Du hast eine Minute, dich vorzustellen. Jetzt habe ich eine Minute Zeit, oder was? Dich vorzustellen, genau. Ja, ich bin Jam. Ich bin hier gerade in Paris tatsächlich. Mhm. In der Stadt der Liebe. Warum hat Cousin das nicht erzählt? Und, wir sind hier auf dem Kanye Konzert, ne? Genau. Was sagst du so zu mir? Ja, zu mir? Ja, sehr zurückhaltend. Ja. Sehr höflich, sehr romantisch. Ja. Und was geht so bei dir ab? Genau, und jetzt. Was? Was geht so bei dir ab? Streamst du oder was geht so bei dir ab? Wir genießen hier kein Konzert. Wir haben uns gefunden. Hä? Und deswegen ziehen wir das jetzt auch gemeinsam durch. Geil. Genau. Wie lange bleibt ihr in Paris? Ja, nur heute. Nur heute, okay. Nur heute, ja. Und wo wohnst du sonst? Also wo kommst du her? Aus so München. So. München? Wow. Okay, Zeit ist um, Leute. Jam, danke, Jam. Zeit ist um. Ja, perfekt. Ja, hau rein, Mann. Bis gleich. Okay. Sind jetzt alle unterwegs, Alter? Es sind alle unterwegs. Zwei sind beim Kanye-Konzert. Junge, wie viel waren die Tickets umsonst? Ne? Alter, geisteskrank. Okay. Oh mein Gott. Hoffentlich kommt jetzt mal einer, der nicht irgendwo... Ich wette, der hier wird jetzt gleich in seinem Zimmer schön mit einer guten Cam hocken, sage ich. Okay, der nächste bin kommt. Ja, endlich mal einer, der zu Hause ist, Alter. Ich schwöre. Deine Minute geht... Eure Minute geht los. Erstmal, Nicole, was geht? Okay, Chat, ich würde gerne als Begrüßung meine Hand geben, doch das geht nicht, weil ich kann meine Hand nicht durch die Kamera geben, aber ich bin mit dem Kopf schon bei dir. Ah, er guckt sie an über die Seite. Sache, es tut mir auf jeden Fall erstmal erst leid, dass du langweilige Gespräche hattest. Oh, er redet Donald Trump! Da roastet jetzt erstmal alles. So, zu meiner Person willst du wahrscheinlich was wissen. Ich bin Kurde, bin 21 Jahre alt. Ich lebe in Österreich und beruflich mache ich Social Media und ich führe ein Restaurant mit meinem Vater. Du hast ein Restaurant? Also ich führe das mit meinem Vater, genau. Er guckt zur Seite, das ist ein bisschen kacke. Was für eins ist das so? Griechisch-Italienisch. Boah, Griechisch geil. Ich genau. Liebe Griechisch. Ja? Ja, griechisches Essen ist richtig geil. Sehr gut. Guck mal, weil wir nur eine Minute haben, gibt es etwas, was dich interessiert, was du schon wissen solltest oder wissen musst? Ich lass ihn das noch, ich lass ihn das noch. Bist du Grieche oder was so deine... Nee, ich bin Kurde, aber ja, mein Vater hat sich ein Konzept ausgedacht und italienische und griechische Küche gemacht. Ah, okay, entspannt, ja. Geil. Ja, nice. Okay, das war's auch. Das war's auch. Gute Minute genutzt, Enzar. Wir sehen uns vielleicht gleich. Hau rein. Wie hieß er nochmal, Enzar? Enzar hieß er, genau. Okay. Bisher, man muss sagen, bisher waren alles Südländer, oder? Oh, hä? Ne, schon, ja. Ja. Perfekt. Minute geht los, Leute. Gönnt euch die Minute. Ja, eine Minute Zeit, miteinander zu reden. Stell dich vor, Linus. Danke. Wir müssen kurz, Minute bin ich überfordert, weil es ist ziemlich lang für mich. Ich will erstmal entschuldigen, ich bin ein bisschen krank, ja. Also ich weiß nicht, ob man das hört, aber kennst du dich damit aus, oder? Ja, Riton muss sich beeilen, Chat. Also, wir können nicht auf ihn warten. Gut aus. Ich bin Linus. Was haben die anderen erzählt? Nee, Scheiße. Ich weiß wirklich nicht, was ich hier sagen soll. Das ist so übel cringe. Ich frag dich einfach, wie geht's dir? Wie war dein Tag heute? Ja, mir geht's gut. Mein Tag war ein bisschen Film, aber alles gut. Erzähl mal über dich so. Was machst du so? Was geht bei dir so ab im Leben? Also ich glaube, ich bin wie die meisten hier wieder Influencer, aber so ein scheiß Wort, das hört man eigentlich ungern. Ja, ist der Influencer, also von daher, alles gut. Ich bin aber eigentlich ein bisschen aufgeregt, muss ich auch sagen, weil ich, ich weiß nicht, ich weiß immer nicht, wie ich mit Frauen reden soll. Vor allem, einfach so, wie du wirklich bist. Was ist das für ein Race, Bro? Er sagt, ich weiß nicht. Nein, Spaß. Ich weiß wirklich, das ist voll schwer, über sich selber zu erzählen. Ich weiß nicht, das ist so auch so langweilig, weil was soll man so krasses über sich erzählen? So, Zeit ist um, wir müssen ihn ein bisschen lassen noch. Mensch, er hat reingekackt. Das ist, hä, das ist voll... So. Der ist real, keine Ahnung, ja. Was sind so deine Hobbys oder was machst du so sonst? Boah, ich hab keine Hobbys, ne? Gar keine? Hä?
Also, er will rausfliegen. Nein, so, guck mal, was ist ein Hobby? So, ja, ich spiele Fußball, so, okay? Ja, ich finde viele Sachen ja, okay, geil. Aber zum Beispiel machst du Sport oder irgendwie, weiß safe, ich nicht. Safe. Was gehst du bei dir ab so einfach? Erzähl mal einfach. Ich habe Fitnessstudio für mich entdeckt. Ich bin sehr im Fitness-Trip aktuell. Ja, sympathisch. Also bei mir, ich mache auch viel Fitness, deswegen sympathisch. Ja, gesehen. Aber ich bin leider sehr viel krank und da muss ich raus aus der Nummer. Vielleicht kann man ja mal zusammen trainieren gehen. Ach, keine Ahnung, alles. Alles? Ja. Scheiße, Mann, warte, okay, bevor du einen schlechten Eindruck von mir hast, weil ich ein bisschen nervös bin, weil ich nicht weiß, was ich sagen soll. Lassen wir ihn das? Ich dachte, ein kleines Präsent. Er kann sich retten? Oh! Ich einen Blumenstrauß holen. Oha, du stehst auf sowas. Oh mein Gott. Die anderen werden mich dafür haten, weil das ist immer cringe, aber ich denke, so eine Frau, die will ja auch was geboten bekommen. Oha, Chad, er gibt Gas. Ich finde es wichtig, dass eine Frau was geboten bekommt und deswegen ist der hier für dich, ja. Oha, stark, okay. Das war's mit der Minute. Linus, danke dir. Also, Digga, warum hab ich nichts? Wo ist mein Geschenk? Hamid, leider bist du nicht Single, deswegen, ja. Am Ende hast du diese Blumen jetzt für eine andere gekauft. Weil ich weiß nicht, was du redest. Okay, weiter geht's. Linus, geht runter. Hau rein. Wir sehen uns. Ich schwöre, bis jetzt war es der sympathischste. Fandest du? Okay, ich fand auch, er war am echtesten so. Er hat an mich gedacht, ne? Ja, er hat Schmühe gegeben. Er war schüchtern, aber er hat Schmühe gegeben. Ne? Ja, das war Linus. Okay. Bei dem hier bin ich echt gespannt, was du sagst. Okay. Los geht's. So. Das ist impossibel. Ich weiß es nicht. Hallo? Das ist ja auf jeden Fall nicht, keine Sorge. Umut, du hast eine Minute, dich vorzustellen. Leg los. Also, oh mein Gott, das erste Mal seitenfrisch. Ich bin Marokkaner und auch halb Türke. Er labert! Ja. Ich komme aus Stuttgart. Also für Anfang ist das, glaube ich, genug. Was? Okay. Er will gar keine Minute. Also du bist 23 Jahre alt, du kommst aus Stuttgart. Hä? Mhm. Bist du Streamer oder was geht so bei dir ab? Also ich streame, ich mache YouTube und TikTok so allgemein, so Influencer. Ich ja, mache auch ein bisschen so nebenbei was. Was machst du nebenbei? So Automobilkaufmann. Was? Okay, also du verkaufst Autos quasi. Was labert der? Was machst du? Ich helfe ihm. Sie sieht nicht, dass ich ausraste. Stuttgart, okay. Mhm. Wo kommst du? Ich muss ihn retten, wenn ich scheiße will. Ich komme aus Berlin, also ich wohne in Berlin. Ich muss vorher abbrechen, ich glaube, ihm gehen die Worte aus. Also schon nochmal ein bisschen weiter. Okay. Entspannte erste Runde. Umut, korrekt, dass du mitgemacht hast. Und vergiss nicht, dass ich immer noch ein Auto hier in Paderborn habe. Alles gut, Bruder. Ja. Bis gleich. Vielleicht. Wie schnell geht denn diese Minute um, Geht schnell um. Also ich lasse immer eine Minute und wenn ich bei einem das Gefühl habe, okay, der will gerade noch was sagen, lasse ich ihn ausreden, weißt du? Okay. Deswegen sind manche 1 Minute 20, 1 Minute 30. Ja. Okay. Jetzt kommt. Ich glaube, du kennst den. Ich glaube, ich weiß, wer jetzt kommt. Weißt du, wer kommt? Cody? Hallo? Nein! Wer ist das jetzt? Ich sehe nichts. Okay, er muss seine Kamera anmachen und sein Mikrofon. Oh mein Gott! Rita, du musst die Sperre rausmachen, dann kannst du seitlich legen. Wie geht das? Diese Sperre, diese rote Sperre bei iPhone. Dieses Schloss. Ach so, warte. Ja. Ja, perfekt. Okay, Rita, du hast eine Minute, dich so ein bisschen vorzustellen und so weiter. Leg einfach los. The show is yours, bro. Was hat Nicole? Okay, jetzt geschafft zeitlich. Ja, perfekt. Bei dir? Auch, musst du mich vorstellen? Ich glaube, du kennst mich, oder? Ja, ich kenne dich, aber erzähl mal so, was geht so bei dir ab? Was machst du so? Ich habe mich verspätet, ich habe es gerade noch so geschafft, ich wollte unbedingt dich kennenlernen. Und ich habe das Treppenhaus hochgelaufen. Oh mein Gott! Ich bin 22 Jahre alt, ich komme aus der Nähe von Hannover. Ja, erzähl was über dich ganz schnell. Ich soll was über mich erzählen? Ja, wie alt bist du, woher kommst du? Dann weiß ich voll schnell. Ja, ich bin 21 Jahre alt, ich wohne jetzt in Berlin, komme ursprünglich so Nähe Frankfurt, ich weiß nicht, kennst du Heidelberg? Ja, kenne ich. Kennst du? Ja, bei mir, was soll ich erzählen? Ich mache Social Media, OnlyFans. Ja. Ja, cool. Okay. Ich glaube, mehr brauche ich nicht sagen. So, ich bin Albaner. Ja, ich glaube, das ist ich. Ja, ich wohne ein bisschen in der Nähe. Ich komme aus Bulgarien. Ich gibt Daris. Das ist so. Für die Leute. Ich finde deine LEDs geil. Pink. Dankeschön. Ja, so lila, pink, so gute Stimmung, weißt du? Ich schwöre. Okay, die Minute ist um. Rita, und Dankeschön für deine Minute. Grüße raus an alle unsere Sheepdaris. Alle den Albaner. Alle den Adler. Stark, Leute. Represent. Okay, sie entscheidet gleich. Okay, wir sehen uns. Okay, bis gleich, Rita. Okay, einer ist noch dabei. Perfekt. Hallo? Cody! Cody! Oh mein Gott!
Was geht ab? Was du hast eine Minute, Cody, um dich so ein bisschen vorzustellen und mit Nicole zu reden und dann geht's weiter. Eine Minute? Eine Minute nur. Los geht's. Voll lang, Bruder. Was soll ich in einer Minute machen? Das geisteskrank. Was, Digga? Seine Minute geht schon los. Ja, hi, Nicole. Erstmal, ich hoffe, dir geht's gut. Er sagt, das ist lang. Ja. Das ist wunderschön, wirklich. Also, scheiße. Ich bin ein bisschen abgelenkt gerade. Aber ich bin 25 Jahre alt. Ich bin 1,95 groß. Ja? Ja, mit... Was hat also er für ein Mikrofon? 2,04 Meter insgesamt. 9 Zentimeter sind noch woanders. Er ist ehrlich groß. Untergebracht. Und okay. Ich zeichne gerne in meiner Freizeit. Das sieht man. Was zeichnest du so? So Animes und so, weißt du? Animes? Ich weiß nicht. Feierst du Animes? Hab nie Animes geguckt, aber zeichnen L. hört sich cool an so. Okay, L-Chat, okay. L. Soll ich uns küssen? Ah, wie geht's dir? Sorry. Wie geht's dir? W-Riss, W-Riss. Man lebt, ja. Ist gut, ehrlich, super. Ist gut. Ich würde dich unnormal gerne treffen und dich auch ein bisschen näher kennenlernen. Das wäre nice, wenn du mich eine Runde weiterlässt. Okay, wir müssen durchbrechen, auch wenn es keine Minute ist. Aber wie lange ist noch Zeit? Also eine ist vorbei, ist, sehr lang, ist vorbei. Ist vorbei, die Minute ist vorbei. Ich finde auch eine Minute zu lang. Aber du hast die Minute auf jeden Fall gut genutzt. Es kommt ja auch drauf an, wie man eine Minute nutzt. Nicht auf die Länge, wie man die Zeit eine nutzt. Frage habe ich es kommt nicht auf die Länge an, so. Sagen wir genau, so. Sondern wie man also die Zeit nutzt. Eine Minute ist lang. So. Ich glaube, eine Minute ist schon sehr lang. Eine Minute kann sehr lang sein. Stell mal vor, du da... Sorry. Stell mal vor, du kannst nicht atmen während der Minute, weißt du? In einer Minute kann so viel passieren, Digga. Okay, Cody, ich schick dich runter, wir kommen gleich direkt zu euch. Da kannst du den anderen Bescheid sagen. Du hast eine Minute Zeit, dich vorzustellen. Deine Minute fängt an. Leg einfach los. Okay. Erzähl. Okay. Erstmal, hallo, wie geht's? Ich mag dein Lächeln, ja? Du hast ein schönes Lächeln. Ja, und, danke schön. Mein Name ist Ilias, ich bin 23 Jahre alt, ich komme aus Düren. Wo ist Düren? Nee, Köln. Ah, nee, Köln, okay. Ja, Mann. Und ich studiere BWL nebenbei, mache noch Social Media, Streaming, TikTok, YouTube. Cool. Und ja, was machst du so? Bei dein mir, Zimmer ich mache auch cool Social aus. Media hauptberuflich. Instagram, auch TikTok und sowas, OF, weiß nicht, ob das dir was sagt. Ja. Das ist cool, ja. Und ja, sonst sagt, bin ich cool. Viel am Reisen, so, ich gehe viel ins Gym. Okay. Wie ist es bei dir so, machst du Sport oder was machst du so? Ja, ich mache Kickboxen seit 4 Jahren. Geil. Er kommt stark an. Noch laufen, geh mal zum Gym. So. Nice. Ja. Ist die Zeit um? Okay. Ich beende. Also haben wir noch Zeit, nein, das war's, okay. Perfekt. Cool. Perfekte Minute, okay. Mo, ich hau dich direkt wieder runter, wir kommen direkt zu euch. Er ist noch hinzugekommen, jetzt überdenkt noch, fällt er raus, bleibt er drinnen. Also ich sag mal so, wer mit mir ein E-Date ist und sich nicht mal die Zeit nehmen will, richtig so mit mir zu reden, interagieren und lieber aufs Kani-Konzert geht, da denke ich mir, okay. Wenn man direkt ein Mädchen unter ein Konzert stellt, ist natürlich eine Frage. Weißt du, was ich meine? Da denke ich mir so, okay, guck mal, der eine hat mir Blumen gebracht. Genau, und es gibt viele Leute, die ihre Beziehung unter ein Konzert stellen, wie hier die Frau auf dem Oma-Lei-Konzert, ne? Das muss man stimmt. Sagen. So. Dann das ist stimmt. Es ein schlecht. Am Ende hast du einen Jungen, der dann bei keine Ahnung, Nicki Minaj auf die Bühne geht und dann Sachen mit ihr macht, obwohl du mit ihm zusammen bist, 7 Jahre. Wäre kacke, ne? Okay. Ja, also. Und sonst die Jungs, die nicht auf dem Kanye-Konzert waren, wie war so der Ersteindruck generell? Ja, also ich fand die meisten schon so sympathisch. Ist halt ein bisschen schwierig, in einer Minute schon so sehr viel über eine Person zu erfahren, ne? Also. Ja. Ja, erfahren. Du sollst auch noch gar nicht alles erfahren. Du sollst einfach nur so einen ersten Eindruck für die Leute ersten bekommen. Ersten Eindruck, ja. Genau, wer ist dir sympathisch, mit wem willst du weiterreden? Es gibt ja auch voll oft diesen Moment, dass man fängt an, mit jemandem zu reden und es ist so unangenehm, dass du denkst, boah, ich will weg. Und jetzt hast du die Chance zu sagen, okay, bei dem war das so, war mir zu unangenehm, ich schmeiß ihn raus, ich habe keine Lust mehr, mit ihm zu reden. Ihr hattet alle eure Minute mit Nicole, also euer Gespräch, das eine Minute gedauert hat. Und Nicole hat sich Gedanken gemacht, hatte einen ersten Eindruck von euch und wird jetzt euch einmal sagen, wer rausfliegt. Ich muss euch die traurige Nachricht übergeben, dass direkt von Anfang an 4 Leute raus sind. Und Nicole, fang mit den 2 Leuten an, die du mir gerade gesagt hast, und dann kannst du weiter deine Gedanken erläutern. Erläutern. Grüße gehen raus an meine Deutschlehrerin. Also, wo sind die ganzen vom Kani-Konzert hin? Die sind ohne die Video. Konzert ist gerade gelaufen, deswegen. Also, ich sage mal so. Warte, was? Konzert läuft ehrlich gerade? Immer die Warte rauf, da geht Licht aus und so. Oh mein Gott. Okay. Digga, der ist da sogar.
Das. Zeig mal Cousin. Zeig mal Kanye. Der ist glaube ich gerade noch schwarz, der kommt gleich. Dann siehst du dich mal, es ist dunkel. Ja, sag Nicole, sag. Also ich sage mal so, wer lieber zum Kanye-Konzert geht, anstatt mit mir zu reden, das ist für mich schon mal so ein Punkt, wo ich sage, okay, der Typ geht lieber auf ein Konzert, anstatt sich die Zeit zu nehmen, ein bisschen versuchen, so okay, miteinander zu interagieren, zu reden und so. Da muss ich leider sagen, da ist man schon wirklich direkt raus. Also, das war's für die zwei Jungs. Wenn man sich mal die Zeit nimmt, um ruhig miteinander zu reden, sondern lieber auf ein Konzert geht, ich verstehe schon, dass Kanye so cool ist und sowas, aber keine Ahnung. Ich finde so als ersten Eindruck so, du siehst, okay, eine Person ist direkt auf einem Konzert, kommt irgendwie so ein bisschen, ich weiß nicht, so einer auf, die Person will sich nicht mal die Zeit nehmen, um mit dir richtig zu reden. Ja, und Leute, wir haben erfahren, dass Konzerte in letzter Zeit häufiger über Beziehungen gestellt werden. Deswegen finde ich es gut, einmal ein Statement zu setzen. Konzert hier und Partner hier. Es geht ja nicht mal um die Beziehung. Guck mal, ich sag mal so, wenn man in einer Beziehung ist und die Person dann mal vorhat, irgendwie auf ein Konzert zu gehen, ist ja alles gut so. Ah, ich glaube, Cousin möchte was sagen. Cousin möchte was sagen. Sag ruhig, du darfst sagen. Ja. Er weint. Was? Er weint, Nicole. Oh mein Gott. Und jetzt hast du Mitleid mit ihm, oder? Oh, okay, nee, er wurde rausgeschmissen. Perfekt. Perfekt, perfekt, perfekt. Wir sind direkt zwei Leute weniger und du musst jetzt einfach nochmal zwei rausvoten. Ich weiß, das ist hart, aber das ist der Business. Oh mein Gott. An sich so, wirklich alle waren mir voll sympathisch, deswegen ist gerade voll schwer, jetzt jemanden rauszuvoten. Du musst, sag einfach mal generell ein bisschen was zu jedem Date, also zu jeder Minute, die du mit der Person hattest und dann darfst du danach sagen, okay, ich lasse ihn weiter raus. Fangen wir mal oben links mit Berko an. Also Berko war mir an sich schon sehr sympathisch, muss ich sagen. Cooler Typ, so in der Minute kann man halt nicht viel übereinander herausfinden, deswegen ist es ein bisschen schwierig so. Aber auf jeden Fall sympathischer Typ, würde ich jetzt nicht rausvoten, würde ich weiterlassen. Okay, Berko ist in der zweiten Runde. Machen wir weiter mit Ensar, oben Mitte, also direkt neben mir. Ensar, okay. Boah, ich muss sagen, da ist mir jetzt nicht so viel hängen geblieben. Oh, okay. Deswegen, also ich weiß es nicht. Ich hasse es irgendwie, so Leute rauszuvoten. Das ist krass, Chat. Er ist Gewinner vom letzten Date. Ich weiß nicht. Das Ding ist, also zum Beispiel, ich sage mal, Linus hat mir schon direkt einen sympathischen Eindruck gemacht, weil er mir extra Blumen mitgebracht hat und sowas. Und so das Gefühl. Oh, warte, Nicole, ich mute dich ganz kurz. Du hörst aber gleich wieder alles, keine Sorge, sind nur 10 Sekunden. Jungs, was sagt ihr dazu? Der bringt einfach Blumen mit! Was sagt ihr dazu? Der bringt Blumen mit, Digga! Das ist cool, ja. Was ist los mit dem, ja? Blumen! Was bist du ein Stim? Das ist cool, ja. Cheat. Hallo, hey. Frauen wollen was geboten bekommen, ja? Was sagt ihr? Oh mein Gott! Scheiß direkt rein. Oh mein Gott! Okay, Jungs, geht wieder mute. Eiri. Okay, wir haben gerade ein paar Jungs ihm Komplimente gemacht dafür, dass er Blumen mitgenommen hat, dafür, dass er diese Idee hatte, Blumen mitzubringen. Und deswegen, würdest du sagen, er ist weiter? Ich würde sagen, Linus ist auf jeden Fall weiter. Allein wegen der Blumensache, das ist etwas, das bleibt im Gedächtnis, da ist er auf jeden Fall weiter. Der kleine Schwanz, er hat einfach sich eingeschleimt mit Blumen. Er hat einfach mit Blumen gecheatet. Das ist wie wenn du pay to win. Dann machen wir mal weiter mit Cody. Du kennst ja Cody, deswegen brauche ich nicht sagen, wo er ist. Ja, ja. Also mit Cody habe ich ja schon Kontakt gehabt, deswegen würde ich ihn auch weitermachen. So, inwiefern Kontakt hattest du mit Cody? Also, da lief aber nichts, oder? Nee, wir haben uns noch nie so in Real Life gesehen, aber wir haben schon so ein bisschen so miteinander geschrieben, telefoniert und sowas. Deswegen so ein bisschen. Und er hat auf mich auch einen sympathischen Eindruck gemacht, deswegen würde ich ihn jetzt auch weitermachen. Okay, dann fasse ich für dich einmal zusammen. Wir haben Ensar, Mosamel, Riton und Umut noch da und du musst zwei von diesen vieren rausvoten. Also ich muss noch zwei rausvoten? Zwei rausvoten von den letzten vier Kandidaten, die übrig bleiben. Okay, und jetzt muss ich zwei rausvoten? Genau, von diesen vieren, die noch übrig geblieben sind, musst du jetzt leider zwei rausvoten. Und okay, das ist jetzt echt du kannst jetzt auch laut denken und nochmal Revue passieren lassen, was passiert ist. Das Ding ist, ich habe ja jetzt nur den ersten Eindruck gesehen. Das heißt, ich kenne die Person nicht mal richtig. Das heißt, es ist nur für mich der erste voll schwer, Eindruck. Zu sagen, okay, ich vote dich nicht. Mhm. Deswegen, ich hasse sowas eigentlich. Oh mein Gott. Ja, ist unangenehm, aber diese Entscheidung musst du leider treffen. Ich gehe jetzt wirklich nur vom ersten Eindruck aus. Ob mir jemand Komplimente gemacht hat, irgendwie besonders aufgefallen ist und so. Deswegen, ich muss jetzt nachdenken.
Also Riton würde ich auf jeden Fall auch weitermachen. Okay, dann ist Riton schon mal weiter. Oh, okay, okay, okay. Gib mir eine Sekunde, gib mir eine Sekunde. Riton ist weiter. Riton, du darfst dich einmal kurz freuen. Perfekt. Okay, stark. Dann haben wir jetzt noch diese Kandidaten, drei Kandidaten, von denen du nur noch eine Person mitnehmen darfst. Nur wenn du willst, eine? Wenn du willst, sage ich nochmal einen Satz über jede Person und dann hast du nochmal einen weiteren Eindruck. Okay, fangen wir mit... Einen Satz, genau, ich sag dir einfach kurz, wie ich zu dieser Person stehe und dann hast du einen weiteren Eindruck. Okay, wir haben zum einen Enzar, ich kenne ihn von allen hier am längsten und er ist jemand, der sehr, sehr viel ackert, also... Du weißt auf jeden Fall, jeden Tag kommt ein Stream und jeden Tag kommt ein Video von Enzar, egal was ist. Also der Typ ackert einfach die ganze Zeit. Sympathisch. Genau. Finde ich cool, wenn jemand ein Ziel im Leben hat. Danke, und Bruder, ich küsse dein Herz. Gemacht. Leise sein. Mute bleiben. Junge, ist ja krass. Okay, dann haben wir zum einen Mosammel. Den habe ich einmal bisher in Real Life gesehen, aber wir hatten uns direkt verstanden. Also er macht auch bisher Musik, dies, das, Ananas. Aber er ist jetzt von denen, die hier drin sind, den ich am wenigsten persönlich kenne. Aber wir haben uns schon mal gesehen. Und als letztes haben wir Popel Umut. Er ist quasi, also er heißt Umut, aber wir nennen ihn Popel Umut, weil wir zwei Umuts haben. Und wir sagen Popel, weil es gibt so ein Game, das heißt Juicy Jack. Da kannst du mit Popel immer werfen und er ist der Beste da drinnen. Und er ist halt einfach so, egal was du ihm gibst, er kann das unnormal gut. Er ist Naturtalent in allem. Und er kann extrem gut singen, also ich will das nur einmal in den Raum werfen. So. Traust du dich, was vorzusingen? Ja. Ja? Umut, du kannst einmal was vorsingen. Such dir was aus. Sing mal was vor. Kime desem derdimi ben bulutlar. Bizi dost bildiklerimiz vurdular. Bir de gurbet yaratılar. Wow, Chat. Wow. W's in Chat. Krass, er kann so gut singen. So. Krass. Stark. Dankeschön. Stark. Wir können direkt weitermachen mit Enzar. Enzar, du kannst jetzt noch was sagen, wenn du magst. Talent zeigen, wie du willst. Guck mal, Nicole, wenn du sagst, ich bin raus, dann bin ich raus. Ich respektiere deine Meinung und wenn ich jetzt etwas sage, ist wirklich auf Krampf. Weißt du, was ich meine? Deswegen alles entspannt, deine Entscheidung. Ich fand dich sympathisch. Ob du mich sympathisch fandest, steht in deiner eigenen Macht. Der Geil macht das gut, Chat. Dafür, dass er nichts zeigt, macht er das extrem gut. Mosammel, du kannst jetzt auch noch was sagen, wenn du willst. Ja, auf jeden Fall, ich habe jetzt kein Talent, was so zeigen kann, aber ich weiß, dass es halt so ein bisschen das war schlau. Ich weiß, aber ich würde mich freuen, wenn wir noch ein bisschen weiterreden können, weil ich weiß, du bist eine Person, die viel macht, weißt du, die viel hustelt und ich mag es. Mosammel hat eigentlich guten Riss. Deswegen, süß. Ja, ich würde mich freuen. Dankeschön. Okay, Nicole, du hast jetzt nochmal quasi von jedem was von mir mitbekommen, du hast von denen nochmal was gehört, jetzt musst du einen weiternehmen und die anderen beiden fliegen raus. Ja, so ist das. Boah, ich muss sagen, es wird mir jetzt extrem schwer, irgendwie jemanden rauszuwählen, Guck mal, es geht nicht nach Sympathie. Die Jungs werden jetzt nicht anfangen zu weinen. Wobei, okay, einer hat angefangen zu weinen. Aber die wissen, es kann jetzt nur einer weiterkommen. Es ist jetzt deine Entscheidung einfach, wenn du mitnimmst. Also wirklich meine Meinung, ich finde wirklich alle drei wirklich sehr sympathisch, wirklich. Aber ich muss sagen, wenn ein Mann nochmal so Selbstbewusstsein zeigt, finde ich das schon krass. Also zum Beispiel, wenn man sich vor die Kamera stellt, jemand etwas was vorsingt, da muss man ja schon echt viel Selbstbewusstsein haben, um sowas zu machen. Mhm. Und deswegen würde ich ihn jetzt wählen, weil er sich hier vor die Kamera stellt und anfängt zu singen und singen kann und sowas und man so einfach mehr Eindruck von jemandem hat. Also es ist wirklich nicht irgendwie gegen die anderen gemeint, sondern einfach nur, weil man sozusagen selbstbewusst ist, vor die Kamera geht und so sein Talent zeigt quasi. Okay, fair. Ich check. Und damit haben wir Umut weiter. Herzlichen Glückwunsch, Umut. Und es tut mir leid an meine Brits. Enzar, du bist leider raus. Mosammel, ihr seid leider raus. Ja, okay. Umut, ich lasse dich jetzt einmal erstmal weiter. Ich hole dich gleich wieder ab. Nicole, ich pack dich schon mal hoch. Ich komme gleich sofort zu dir hoch. Und Enzar und Mo, ihr könnt jetzt noch mal was sagen. Keine Ahnung, wenn ihr irgendwas erwähnen wollt oder so. Macht jetzt. Alles gut. Auf jeden Fall noch viel Spaß am E-Date, ja? Ich wünsche noch viel Spaß. Dankeschön, Wirt. Ciao, ciao. Hau rein. Bro, ich sag einfach gar nichts. Viel Spaß. Gar nichts? Leute, ich sag für Enzar, checkt seine Streams ab, checkt seine YouTube-Videos ab. Link ist auch in der Beschreibung. Die ganzen Links sind unten verlinkt. Könnt ihr gerne abchecken. Jeder macht Content. Enzar macht zum Beispiel FIFA-Content. Wenn er so dumm ist und das nicht erwähnt wurde, dann muss ich machen, okay? Enzar. Was soll ich sagen, Bro? Ach ja, und übrigens für alle, Enzar hatte letztes E-Date gewonnen. Deswegen, mich hat das auch nochmal überrascht, dass du jetzt rausgeflogen bist, aber Leben ist manchmal so. So, Nicole, okay. Das war's mit der ersten Runde. Ich weiß, es ist unangenehm. Ich weiß. Es ist leider so, aber wir können nichts machen. Können wir nichts machen. Okay, ich werde jetzt sagen, was in der zweiten Runde passiert. Du hast ja jetzt hinter dir.
Okay. Zweite Runde ist, wir haben eine gemeinsame Frage, die wir uns jetzt aussuchen, also so ein gemeinsames Ding. Und du wirst dann entscheiden, wer von den Jungs, also es werden jetzt drei rausfliegen, einer weniger. Und die müssen alle dieselbe Frage beantworten und wir können uns jetzt kurz absprechen. Wenn du irgendeine Frage im Kopf hast, kannst du es sagen, sonst ich kann dir auch gerne Tipps geben. Ich habe eine bestimmte Frage und das ist wirklich so entscheidend, wenn man wirklich so mein Freund sein will quasi. Deswegen, also wenn du willst, können wir diese Frage dann stellen. Okay, sag mir mal, welche Frage ist das? Also ich weiß ja nicht, wie viel du von mir so gesehen hast auf Social Media, so, ne? Ja. Aber ich würde jetzt so die Frage stellen, weil ich würde jetzt zum Beispiel nicht mit einer Person zusammen sein können, die es nicht akzeptiert, wenn ich so quasi mein Content auf Social Media hochlade oder so. Ah, okay, so quasi OnlyFans. Bestimmte Bilder. Wer so, wie die Leute damit umgehen, beziehungsweise... Wie die Leute damit umgehen würden, wenn die Freundin sowas macht und sowas. Und ich finde, das ist schon so ausschlaggebend eigentlich. Ja, stimmt so, weil sonst ist ja Beziehung schwer möglich so. Ja. Also, angenommen, du findest den Traummann, Nicole, ne? Der ist perfekt, der ist, du sagst, boah, der gefällt mir richtig gut, ich fühle mich richtig wohl bei ihm und so weiter und so fort. Wenn er zu dir sagt, OnlyFans geht für mich gar nicht, wär der direkt raus? Aber er ist dein Traummann. Ich sag so, es ist wirklich sehr, sehr schwierig, aber ich denke mir so, guck mal, ich mache sowas und wenn die Person das nicht akzeptiert, dann akzeptiert sie ja quasi nicht, was ich mache so quasi. Und ja, sie akzeptiert dich irgendwo nicht. Eben, deswegen, also die Person akzeptiert ja irgendwo nicht, was ich mache und ich glaube, das könnte auch irgendwo nicht mein Traummann sein, wenn er wirklich das nicht akzeptieren würde. Okay, deswegen. Ich checke. Ist schon echt ausschlaggebend. Dann werde ich jetzt den ersten reinholen und dann kannst du die Frage stellen und dann switchen wir quasi um. Nicole hat eine Frage an dich, Los geht's, Nicole. Kannst du mal, ich sag euch OnlyFans, ich hasse OnlyFans. Okay, also ich feier das auch gar nicht. Traummann sein, alles schön und gut, ne? Aber wenn das nicht passt, dann können wir leider niemals zusammen sein, okay? Okay, hau raus. Was würdest du machen, also beziehungsweise wie würdest du damit klarkommen, korrekt, wenn deine Freundin OF macht? Sei ehrlich. Also, okay, ganz ehrlich. Ganz ehrlich. Vor der Beziehung oder sie macht in der Beziehung noch OF und verdient damit ihr Geld? Sagen wir mal so, wir lernen uns jetzt kennen. Du weißt, ich mache OF. Alles passt, also wir verstehen uns gut und alles mögliche, aber du weißt, ich mache OF. Wie würdest du reagieren? Für mich wäre No-Go. Also, für mich wäre No-Go. Es ist jetzt für mich nicht das Gelbe von Ei, sage ich mal, dass meine Freundin OF macht. Und du verdienst damit dein Geld, weißt du? Das ist dein Brot, ob es gut ist oder schlecht ist. Du verdienst damit deine Groschen, ne? Ob es schön ist, weiß man nicht, aber es ist jedem seins. Aber ich sag mal so, es kann ja sein, dass man sich kennenlernt, in eine Beziehung kommt, sich versteht. Und vielleicht will ja auch die Person selbst, das ist ja wie auch bei, ich weiß nicht, was sagen, Pornodarstellern oder sonst was, dass sie, wenn die eine Beziehung haben, auch damit dann aufhören vielleicht, weil sie sagen, ey, guck mal, ich habe Respekt vor meinem Freund oder so, ich liebe ihn so sehr, ich will das gar nicht mehr machen oder ich habe genug Geld gemacht, weißt du? Also, er sagt das gut. Gucken, so, aber das würde mich jetzt nicht aufhalten, dich kennenzulernen. Also, ich sag mal so, du feierst es jetzt nicht, aber du würdest trotzdem eine Beziehung eingehen oder wie soll ich das? Ich würde dir trotzdem die Chance geben, weißt du, was ich meine? Okay. Also ganz ehrlich, so, ist, wie ich es gerade gesagt habe, ich will jetzt nicht sagen, so, ist gar nicht schlimm und ich feiere das voll und sowas. Ich sag dir schon ehrlich, ist jetzt nicht, so, nicht krass gut für mich so. Aber wie gesagt, das würde mich jetzt nicht aufhalten, dich kennenzulernen und vielleicht dann halt zu schauen, wie es weiterläuft und wie es weitergehen würde mit deiner Karriere, ob du das dann immer noch weitermachst. Ich kann voll gut reden, Chat. Oder irgendwann damit aufhörst. So, weil ich sag mal so, jeder, auch ich jetzt, der auf TikTok live geht, ich gehe jetzt nicht mein Leben lang auf TikTok live. Ja, okay, klar. Aber ich finde immer, man muss die Person, also der Charakter ist am wichtigsten, weil generell auch bei uns, die alle im Social Media sind, ein Hamed, ein Du, alle sind privat ganz anders, als sie sich vor der Kamera geben. Wir haben alle auch eine Person, die nicht on cam ist. Mhm. Ich weiß, was er meint. Er will sagen, aber würdest du eher jeder hat so noch sagen, eine andere Persönlichkeit auf sich. Wärst du eher so ein Typ, der so eifersüchtig ist und sagt, ja, zieh das nicht an, poste das nicht? Oder also ich bin schon ein eifersüchtiger Typ, aber was Klamotten angeht, ich finde, die Frau sollte selber wissen, was sie anzieht. Und ich finde, sobald man anfängt, etwas zu verbieten, dann ist die Beziehung eh schon vorbei. Also das sollte alles auf guter Call. Beruhen. Und die Frau sollte wissen, was sie tut, ich weiß, was ich tue. Und das sollte, ohne überhaupt drüber zu reden, schon laufen wie so ein Fluss, dass alles klappt. Finde ich. Gut gesagt, gut geredet. Cool, okay. Okay, guter, gutes Gespräch. Riton, wir kommen gleich wieder hoch zu dir. Ich werde jetzt den nächsten einmal kurz dazu holen. War gut oder nicht? Ja, also ich finde ihn sympathisch. Ich finde es cool, dass er so offen ist und sagt, es gibt ja Leute, die dann sagen, ja, ich würde zum Beispiel meiner Freundin das verbieten oder sowas. Er hat ja eher so gesagt, okay, man kann über alles reden und
Ja. War in dem Bereich so ein bisschen offener so. Natürlich, ich erwarte jetzt auch nicht, dass mein Freund sagt, oh mein Gott, ich finde das so cool und mach das und alles. Ist ja normal, ich lebe ja nicht in der Mond. Ich weiß ja, dass viele irgendwie ein Problem damit haben. Also was würdest du, das interessiert mich jetzt ein bisschen. Ja? Was würdest du sagen, wenn du jemanden kennenlernst und so, alles perfekt, so wie wir es gerade eben schon hatten. Ja. Und aber er hat 0,0 was gegen OnlyFans, er supportet dich. Aber jetzt kommt's, er supportet dich ein bisschen zu sehr. Also er feiert das sogar richtig. Nein. Er möchte, dass du dich noch freizügiger darstellst. Er möchte, dass du dich draußen auch, also er pusht dich, indem der sagt, ey, zieh noch weniger an oder so und so. Wie wäre es das für dich? Also ich sag dir ehrlich, ich fände das sympathischer, als wie wenn man mir sagt, ja, mach es nicht, hör komplett auf und sowas. Aber ich glaube, das wäre mir dann doch schon ein bisschen too much. Ja. Ich würde halt eine also es kann auch extrem in die andere Richtung gehen, ne? Ich glaube, das wäre mir dann schon too much. So. Ja, also ich würde mir eine Person wünschen, die sagt, guck mal, ja, ich supporte das, was du machst, ich unterstütze dich da. Natürlich, ich verstehe schon, wenn nicht jeder irgendwie komplett dahinter steht, kann das verstehen so. Aber ich würde mir schon trotzdem eine Person wünschen, die irgendwie damit klarkommt, weil wie willst du denn mit jemandem leben? Du musst dir vorstellen, ich verdiene mein Brot damit. Ich kann ja nicht von heute das ist wie, wenn jemand zu mir sagt, ich weiß, was du meinst. Das ist wie, wenn jemand zu mir sagt, ey, ich feiere das nicht, dass du streamst. Streamen oder so. Weißt du, ich meine, wie würdest du denn auf sowas reagieren? Ja, du würdest dir natürlich auch eine Person wünschen, die es akzeptiert und auch dich irgendwo supportet, dass du streamst. Aber ja, ich sag mal so, wenn man jetzt too much so in diese Richtung ist, ist es jetzt auch nicht so das Gelbe vom Ei. Ich glaube, man muss einfach so die Mitte finden, weißt du? Mhm. So die goldene Mitte irgendwo. Ja, okay. Okay, was geht ab? Ich bin gemutet wieder, Chat. Nix bei dir? Umut wird so lügen, ne? Wichtige Frage. So lügen. Wie würdest du reagieren, wenn deine Freundin OF macht? Würdest du es akzeptieren oder wärst du gar nicht dafür? Ich werde lachen. Ist halt am Ende des Tages auch Business. Damit macht man Geld. Und ich respektiere das. Ich muss so tun, als ob er recht hat, Chat. Schreibt irgendwas im Chat noch mit W-Umut. Schreibt W-Umut. Sozusagen mir. Also, wir müssen ihm helfen, die sehen uns, die sehen mich. Die Leute, die dafür Geld bezahlen, die sehen halt nur so Bilder. Körper, aber die können nichts damit machen. Die können nichts damit anfangen. Und das ist das Wichtige. Die könnten sich einen Jackson theoretisch. Also sagen wir mal so, du hättest gar kein Problem damit oder was? Oder würdest du dich schon irgendwo stören? Du kannst ruhig ehrlich sein so. Boah, also von mir aus, ich würde sogar unterstützen, ich würde sogar die Bilder selber machen. Also du würdest sogar die Bilder machen, oder was? Wir tun so, Chat, aber... Das ist ja, wie gesagt, am Ende des Tages Business, damit leben wir ja. Ich entmute mich aus Versehen. Sympathisch. Ehrenmann, Chat, Ehrenmann. Oh, ich vermute. Ehrenmann, ja. Dankeschön. Hat man auch nicht so oft. Ich hab so getan, Chat, ich war kurz laut. Ich weiß nicht, ob man die Wahrheit sagt, aber wenn er nein, so macht... Nein, also wirklich, ich bin ein Mensch, ich denke wirklich, wenn ich was anfange, ich denke mir, wie kann ich daraus Geld machen? Also, weil man muss ja irgendwo kommen. Also ich will auch, dass irgendwann mal meine Eltern stolz auf mich sind. Ich will auch, dass meine Kinder irgendwann mal gut leben können. Und sobald du halt wirklich nichts Schlimmes machst, so wie Illegales, sagen wir mal, ist eigentlich alles gut. Ja, krass, okay. Also wenn du es wirklich so meinst, sympathisch auf jeden Fall. Stark gesagt, okay. So, das ist meine Meinung. Ich würde euch einfach mal hier unterbinden und den nächsten direkt reinholen. Umut, dankeschön. Bitteschön. Wir holen dich gleich wieder rein. So, okay. Was waren deine Gedanken zu Umut? Also, wenn er es wirklich so meint, wie er es gesagt hat, dann krass. Ich sag dir ehrlich, Umut ist der mit Abstand, also zum Beispiel, wenn wir mit Umut sind und wenn irgendwer im Discord einen schlechten Witz rausbringt oder so einen Witz, der in die bisschen respektlose Schiene geht, ist er der Erste, der sowas unterbindet. Also er ist wirklich gegen so illegale Sachen, gegen Sachen, die man nicht machen sollte und so. Aber, also es hat mich auch selber überrascht, irgendwo, dass er sagt, ey, juck mich nicht, aber er ist wirklich supportive. Krass, also bei mir ist er auch immer recht supportive, sagt, ey, zieh Streaming durch, probier noch das und das, da ist er gut. Also er ist sehr kreativ auf jeden Fall. Ja, krass, weil ich seh das ehrlich gesagt nicht so oft von Männern, dass sie einfach von vornherein schon sagen, ja, ich supporte das und ich habe damit gar kein Problem. Da frage ich mich immer, okay, lügt die Person jetzt ein bisschen um einen auf? Ja, darauf musst du eh aufpassen. Aber wenn es wirklich so ist, wie er sagt, dann krass, also sympathisch, ja? Was mich interessiert, ich weiß nicht, ob du das öffentlich sagst, du musst das gar nicht sagen, ist, wie viel verdienst du so durchschnittlich mit OF? Also ich sag mal so, du weißt ja selber, so gerade wenn man Social Media macht oder allgemein selbstständig ist, jeder Monat ist so ein bisschen anders. Du kannst es nicht schwankt. Genau sagen, schwankt natürlich,
Aber ist es dann auch so, dass die letzten Monate des Jahres bei dir besser sind? Also wie jetzt ja, zum Beispiel bei einem YouTuber und Streamer? Okay, krass. Okay, was ist jetzt zum Beispiel, was war dein Dezember, November, scheißegal, ungefähr Income im Monat? Also ich sag mal so. Aber nur mit OF, ne? Nur mit OF jetzt, nichts anderes. Ja, nur mit OF. Also bei mir ist so, ich habe jetzt, dadurch, dass ich halt OF mache, jetzt nicht so viele Werbepartner oder allgemein Kooperationen. Ich checke. Weil diese halt so ein bisschen abgeneigt sind, immer noch bei dem Thema so ein bisschen. Es ist halt immer so, im guten 5- bis 6-stelligen Bereich. Also, okay. Zwischen 10 und 100k irgendwo dazwischen. Ja, schon mehr als 10. Also ich sag mal so zwischen so 60 bis 100 so. Okay. Hätte ich jetzt gesagt. Okay, krass. Okay, unterschiedlich okay. Natürlich. Also. Ja, ich finde das unnormal interessant. Also ich habe noch nie irgendwie sowas mitbekommen, was man da verdient. Aber ja, dass man da gut verdient, macht auch Sinn, weil sonst... Ne, aber kennst du so gar keine Streamerin oder Girls, die auch irgendwie sowas machen in der Art? Ich habe gerade überlegt, doch. Also ich hatte schon mal jetzt... Mein letztes E-Date war auch mit einer P-Darstellerin. Mhm. Da hatte ich aber nicht gefragt gehabt, was sie damit verdient. Und ist ja auch was ganz anderes als OF. So. Ja, ist nochmal. Da, also du verdienst ja ganz anders. Du verdienst ja nicht durch ein Abonnement, sondern durch die Videos, glaube ich, selbst. Und sonst aber so Streamerinnen, die OF machen, kenne ich eine, aber ich hatte nichts mit ihr zu tun, so über einen Kollegen, weißt du so, deswegen. Ja. Okay. Genau. Guck mal, du hast am Anfang einen sehr sympathischen Eindruck hinterlassen mit dem Blumen, sage ich dir sehr ehrlich. Aber jetzt kommt es aber aufs Ganze hinaus. Obwohl, ich weiß es nicht aus meiner Meinung dazu, ehrlich nicht. Also wie würdest du damit klarkommen, wenn deine Freundin OF macht? Ja, ich muss fairerweise sagen, ich habe die Frage natürlich schon mitbekommen. Stark. Ja. Ich habe ein bisschen überlegt, wie, ob ich jetzt so den ehrlichen Linus weitermache. Du musst ganz ehrlich sein. Sei einfach so, ja, wie du genau bist. Jetzt nicht irgendwie also stark, wenn er jetzt ehrlich ist, stark. Einfach so, wie du bist. Also ich bin dir ganz ehrlich, so wenn man so vom ganz Anfang so geht und so überlegt, so wie soll man das deinen Eltern erklären, dass deine Freundin OnlyFans macht, ist es schon mal so ein sehr, sehr schwieriger Punkt. Ich persönlich finde, so in gewissen Sachen, so dass wir in Deutschland oder allgemein einfach ein bisschen zu den Stock im Arsch haben. Also ich finde auch so, ich meine, Unterwäsche ist Unterwäsche, so. Ich meine, keine Ahnung, das ist ja nicht schlimm, so wenn man so halt nackt rumläuft. Der nächste Punkt ist halt, wenn man noch ein bisschen weiter geht, das ist dann schon schwieriger, vor allem wenn es meine Freundin ist. Und ich kann auch ehrlich gar nicht sagen, wie ich damit umgehen würde, weil wenn ich sie charakterlich und alles drum und dran super finde, sie aber OnlyFans macht, was soll ich da machen so? Ich kann ihr ja nichts verbieten und ich meine, man verdient wahrscheinlich auch kein scheiß Geld da, sondern sehr gutes. Und das wäre dann halt eine schwierige Situation, aber ich würde sie wahrscheinlich annehmen, so wie sie ist. Ja. Und sie auch unterstützen. Wäre wahrscheinlich aber nicht 100% glücklich. Mhm. Aber was wäre so dein Punkt, wo du sagst, okay, deswegen feiere ich das jetzt nicht? Ist es erst immer wegen den Eltern oder weil du nicht willst, dass andere Leute so quasi deine Freundin so sehen? Oder was ist so dieser Punkt, wo du sagen würdest, okay, das feiere ich jetzt nicht so ganz? Ja, ist ja intim sehr. Und so normalerweise sind so intime Sachen nur was Persönliches so zwischen Mann und Frau. Ja, okay, verstehe. Für alle gedacht. Aber ich kann dir ehrlich auch, bin wirklich ehrlich, ich habe keine Ahnung, wie ich damit umgehen würde, weil ich bin nicht in der Situation. Vielleicht noch nicht. Ja. Und deswegen ist es sehr schwierig und ich will hier auch nicht rumlügen oder so wie Umut. Nein, joke. Er frontet Umut. So, wenn sie allgemein so Social Media macht und sie sagt, oh mein Gott, Instagram ist so ein bisschen so präsentiert. Ist es für dich auch schon so ein Thema oder ist es auch... Na, das finde ich cool. Okay. Das finde ich cool. Auch, also wenn ich jetzt mal von deinem Instagram ausgehe, was ich mir vorher natürlich angeguckt habe, ist voll fein so. Natürlich ist es auch immer so, ist immer ein bisschen komisch, aber das, was ich meine, so... Verstehe den Punkt, denke, ja. Es ist halt einfach... Oder wie redet der? Es juckt doch keinen so. Ja. Aber auch allgemein Social Media, das Einzige, was ich dazu sagen muss, wenn sie Social Media macht, ich würde gucken, dass ich nicht unbedingt so auf Couple-Beziehungen dann im Social Media mache, weil wenn... Ja. Das ist cringe. Das ist auch nicht so mein Ding, muss ich sagen. Der Chat schreibt L, aber das ist einfach meine ehrliche Meinung. Okay, Linus. Okay. Danke dir. Wir werden jetzt direkt den nächsten reinholen. Und ich glaube, es ist sogar nur noch einer. Und dann, zwei. Und dann kommen wir zu euch hoch. So, was sagst du zu Linus, Nicole? Ich muss sagen, ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Also ich hatte das Gefühl, dass er die Wahrheit sagt, auf jeden Fall. Am Anfang hat er mir einen krassen Eindruck gemacht. Oh mein Gott. Wegen den Blumen. Mhm. Aber jetzt halt, dass er sagt, so ja, ich weiß nicht, wie ich damit umgehen würde. Ich wüsste halt, in einer Beziehung wäre das halt schon so ein Thema. Weißt du, was ich meine? Ja. Ey, ist es für mich jetzt also, er hat quasi
seine ehrliche Meinung gesagt, aber seine ehrliche Meinung war auch irgendwo, dass er sagt, er weiß nicht, wie er damit umgehen soll. Und das ist ja auch also, irgendwo schlecht. Das Ding ist, ich finde ihn aus Prinzip her sympathisch, also auch das mit den Blumen und allgemein, wie er so mit mir redet, ist sehr sympathisch und allgemein, dass er jetzt auch nicht so krass dagegen ist, aber ich wüsste halt schon so, okay, es ist schon so ein Thema, was man so miteinander bereden muss und sowas, deswegen bin ich da noch so ein bisschen zwiegespalten. Zwiegespalten, okay. Ja. Aber es kommen noch zwei. Du musst am Ende drei Stück rausvoten. Drei Stück? Oh mein Gott. Genau, drei Stück rausvoten. Deswegen wird es jetzt wichtig, dir die drei schon mal rauszuwählen. Also ich halte dich noch mal so auf dem aktuellen. Riton war drinne, Umut war drinne und Linus waren drinne. Und jetzt kommen noch mal zwei. Berko, jetzt eine Frage von Nicole. Ja, mehr nicht. Ich weiß nicht, was Berko sagen wird. Ich bin gespannt. Alles gut bei dir? Ich weiß, wie er dazu steht, Chat. Er mag sowas nicht so. Okay. Wichtige Frage. Wie würdest du damit umgehen, wenn deine Freundin OF macht? Würdest du es akzeptieren oder wäre es für dich so ein Jetzt Punkt, wo du sagst, niemals? Ich sag, er lügt nicht. Was ich sag, er sagt die Wahrheit. Darauf sagen. Also, ich bin auch fair. Ich habe natürlich auch schon ein bisschen mitgehört. Sehr ehrlich. Ich weiß ja nicht, wer von den Jungs den Dayuf Award 2024 gewinnen will, aber ich bin da ganz klar. Für mich macht es eine Person nicht aus, wie sie in der Vergangenheit war. Was heißt das, Chat? Also, ich bin ein Mensch der Eifersucht natürlich, wenn ich eine Frau habe, die ich liebe und die mich liebt. Und ich werde auf jeden Fall, wäre ich jetzt nicht so d'accord damit. D'accord? Und, ja, das ist halt meine Ansicht. Aber wenn ich dich als Person kennenlerne und ich weiß, du bist eine nette Person, würde ich dich nicht aufgrund deiner Vergangenheit kritisieren, sondern ich würde halt gucken, dass das dann in Zukunft funktioniert. Wenn nicht, dann nicht. Aber so ist es halt. Aber eine Frage, ist es für dich zum Beispiel ein Unterschied, ob man eher, sag ich mal, im Internet so ist, dass man sich viel zeigt und sowas oder halt in Real Life? Weil bei mir ist es zum Beispiel so, im Internet bin ich halt viel präsent und so, aber in Real Life habe ich jetzt nichts mit Leuten oder so. Weißt du, was ich meine? Ist das für dich irgendwo ein Unterschied oder stellst du das alles so in eine Schublade? Also das ist ein weitaus komplexeres Thema als nur mit außerhalb oder im Internet. Ich habe mal eine Gegenfrage. Was ist der Antrieb bei dir? Warum machst du das? Um zum Beispiel, damit deine Kinder in der Zukunft gut abgesichert sind, familientechnisch, oder bist du überhaupt ein Familienmensch? Also ich sag mal so, ich bin natürlich ein Familienmensch. Ich würde mir auch natürlich irgendwann Kinder wünschen. So. Das ist für mich auch ein großes Thema. Bei mir war es halt so, ich war schon damals so, dass ich halt viel auch mit Fitness gemacht habe und so und dadurch halt auch irgendwo meine Figur präsentiert habe und bei mir hat so eher in diesem Bereich angefangen und ich finde es auch cool, irgendwo so zu zeigen, einfach, keine Ahnung, ich bin so ein Mensch, ich finde Frauenkörper schön, ich finde das einfach ästhetisch, wenn man so Bilder von sich macht und ich finde das jetzt irgendwie nicht so schlimm, also für mich wäre es halt schon wichtig, dass ein Freund irgendwo damit klarkommt, auch wenn ich mich so ein bisschen enger anziehe und sowas, ist halt schon so ein Thema und gab halt auch schon viele Typen, wo es halt auch so ein Problem war, deswegen ist es für mich erstmal wichtig, diesen Punkt, sag ich mal, klarzustellen so und wenn du jetzt so ein Mensch bist, der sagt, okay, ich komme damit gar nicht klar, meine Freundin dürfte das niemals, dann wüsste man ja schon, okay, das wird nichts so, weißt du, was ich meine? Ja. Ist ja mal gucken, was du sagst. Ein großer Punkt, sag ich mal. Und irgendwo verdiene ich ja auch damit quasi mein Geld, also das ist ja mein Brot. So. Ist ja wie, wenn man dir sagen würde, ja, hör mit deinem Job auf, das ist deine Vergangenheit. Würdest du ja auch nicht machen, weißt du, was ich meine? Richtig. Hast du auch, wenn ich fragen darf, hast du mehrere Wahlen gehabt oder hast du das so, beziehungsweise hast du einen Abschluss gehabt, eine Ausbildung oder hast du das einfach so gemacht, aus Hobby? Also bei mir war so, ich war so in der Schule mäßig, ganz normal, ich bin ja 21 Jahre alt, war in der Schule und da hatte ich schon mit Social Media quasi angefangen, also im Bereich Fitness und dann bin ich so eher viral gegangen und mit meinem Körper mäßig und habe halt damit auf Just for Fun angefangen. Also ich wusste jetzt nicht, dass es irgendwie so groß wird oder dass ich damit irgendwie so mein Haupteinkommen quasi damit mache. So, es war eher so ein bisschen random. Aber Schule hast du schon zu Ende gemacht, oder? Was meinst du? Schule hast du schon zu Ende gemacht. Ja, also ich habe fast so mein Abi gemacht, ja. Also du hast dein Abi gemacht. Und da, guck mal, das ist halt für mich ein riesen Baustein, weil zum Beispiel, ich bin auch ein Familienmensch und ich müsste halt dann für mich überlegen, okay, wenn ich jetzt irgendwann ein Kind mit dir hätte, und dieses Kind wird dann auf der Straße angesprochen, hey, deine, wir sehen die Bilder von deiner Mutter im Internet so. Oder so, ein guter Punkt. Das, ne, die intimen Bilder. Dann wäre das ein Problem für mich und deswegen ist es ein großes X, bin ich ehrlich, in Zukunft.
Und man muss auch dazu sagen, weil es ist ja so, dass du hast ja dein Abi gemacht, das heißt, du hast ja einen gewissen Bildungsgrad. Was ich mir halt denke, ist zum Beispiel, wenn dein Kind dich später fragt, Mama, du hast die Wahl zwischen, du hast ein Abi gemacht, du hättest studieren können, du hättest ein Anwalt werden können oder dies und das, aber du hast dich für diesen Weg entschieden. Also ich könnte das meinem Kind nicht erklären, zum Beispiel. Ja, okay. Verstehst du, wie ich meine? Und in unserer Gesellschaft, ich will nicht sagen, dass ich spreche hier nicht für die Ich aber Gesellschaft, merke, ist aber das gerade ich richtig glaube, unangenehm. es liegt schon auf der Hand, dass in der Gesellschaft zum Beispiel jemand, der ein Anwalt ist oder keine Ahnung, irgendwie was geschaffen hat, mehr angesehen wird als jemand, der OnlyFans macht. Aber ist ja auch natürlich nichts Verwerfliches, liegt im Auge Ja, des Betrachters. ich verstehe so deinen Punkt. Natürlich, gerade in Deutschland ist es ja noch mal ein bisschen so, dass die Leute quasi so ein bisschen mehr so einen Stock im Arsch haben. Ist ja nicht schlimm so, aber ist ja einfach ein Fakt, dass es nicht so angesehen wird von der Gesellschaft. Nur ich denke mir dann so, wie wäre ich glücklicher, wäre ich ein Anwalt oder würde ich halt so quasi das Zehnfache von einem Anwalt verdienen? Und ja, da spalten sich halt allgemein so ein bisschen die Meinungen. Okay, Leute, bevor sich das Okay. Gespräch noch zu lang zieht oder so, holen wir nochmal den letzten Kandidaten rein. Dankeschön, Berko. Kein Wir Problem. kommen sofort hoch. Okay, was sind deine Yes. Gedanken zu Berko, bevor wir Cody noch reinholen? Ja, also ich muss sagen, dadurch, dass er halt nichts davon hält, ist das schon quasi. Ja, also habe ich mir auch gedacht. Ich glaube, der hat das auch selber gecheckt direkt. Aber ich fand Ist gut, ja dass ihr nicht euch böse so gemeint, aber. normal noch unterhalten konntet, weißt du? Weil er Ja, also eigentlich genau diese eine Extreme in die Richtung war. Und er konnte trotzdem ganz normal argumentieren und so, er ist nicht Guck mal, Hamid, weißt du, was das Ding ist? Ich verstehe es natürlich auch, wenn Leute das nicht feiern. Ich lebe ja nicht hinterm Mond. Ich weiß, dass es viele Leute gibt, die eine andere Meinung dazu haben oder das nicht feiern. Ich finde das ja nicht schlimm. Ich finde trotzdem, man kann den Leuten auf Augenhöhe begegnen und miteinander diskutieren und miteinander reden. Ist ja nicht schlimm. Ist ja einfach nur jedem seine Meinung quasi. Jeder Mensch hat ja eine andere Meinung dazu und das sollte man auch akzeptieren. Aber wenn halt die Meinungen sich da so ein bisschen unterscheiden, dann ist es halt auch nichts irgendwo für eine Beziehung, weißt Genau, du? ich check schon, ich check schon, ich check schon. Weißt du, was ich meine? Ja, aber voll gut, dass du trotzdem da noch mit so vernünftig ganz normal argumentieren kannst, so ruhig. Ja, also Genau. ist ja jedem so seine Meinung. Gibt ja natürlich auch genug Leute, die das nicht feiern, ist ja auch in Ordnung, weißt du? Ja, safe. Ich feiere ja auch nicht alles auf der Welt so. Ja, klar, Jeder also muss du so kannst seine ja auch Meinung. irgendetwas haben, was du gar nicht feierst. Und dann, wenn Eben. dein Freund das ist schon ein bisschen schwer. Also zum Beispiel, ich bin auch keiner, der jetzt OnlyFans feiert oder so, weißt du, was ich meine? Aber das Ja. ist ja so, ist ja, Ist ja juckt bei deine mir Meinung nicht. so. So juckt ja Eben. bei mir Also, nicht so, also, muss ja nicht. genau. Also ich muss, also das Ding ist, ich bin ja auch gerade gar nicht in der Position, dass es bei mir irgendwie relevant ist. Und ich bin schon, sagen wir mal, also, hier ist kein Ring dran, aber so, du weißt, was ich meine. Deswegen, Ja, bei mir safe. war das einfach nie so ein Thema, deswegen habe ich nie drüber nachgedacht. Aber wir holen den letzten Kandidaten rein, Cody. Ihr könnt kurz Okay. reden, ne? Frag ihn das mal. Cody, du kannst jetzt ganz. Nicole stellt dir eine Frage, Cody, antworte. Ich geh, bin kurz pissen, ich bin sofort wieder da. Ciao. Okay, pissen, Bruder, alles gut. Cody! Hey, warte, ich mach mal kurz ein bisschen näher. Noch näher. Noch näher? So, damit du deinen Sitzplatz richtig erkennst. Dass ich dich richtig sehe? Nein, deinen Sitzplatz. Mein Sitzplatz? Ja. Ich raff's nicht. Wie mein Sitzplatz? Hier. Okay. Was ist die Frage? Guck mal, Cody, du bist ja sympathisch und so, man versteht sich, ne? Aber jetzt kommt die wichtigste Frage, okay? Wichtigste Frage, ich bin ready. Ja. Ja. Stell mir vor, wir sind so zusammen, alles läuft, alles schön und gut, ne? Stelle ich mir schon vor lange vor, ja. Aber ich mache OF. Was Ma hältst du machst du davon? doch, oder nicht? Ja, ich mache OF. Ja. Was Ja, hältst du was soll. davon? Es mir. Juckt mich nicht. Gar nicht, so null. Also Nein, denkst du, ernst, null. ja, Ernst, irgendwie null. passt Null. nicht so. Nein, nein. Das juckt mich nicht. Weißt du auch warum? Warum? Weil du meine Frau bist und ich stehe an deiner Seite und die Leute können reden, wie sie wollen. Ich stehe immer hinter dir. Egal was ist. Auch wenn du Stark, OF machst. stark. Und wenn du willst, mache ich mit sogar. Mit dir OF. Du machst sogar mit. Ja. Gar kein Krass. Thema. Aber was willst du machen? Ich bin Fußball immer oder willst du auch deine weitergehen? rechte Hand. Ja? Ja, normal. Krass. Also dich würde es so gar nicht jucken. Du würdest sagen, ja, Slay Girl, mach Ja, weiter. go for it, slay Go for pics. it. Ja, hä? Bring Natürlich. das Fahrrad nach Hause. So. So? So. Normal. Okay, krass. Was hast du denn erwartet für eine Antwort, hä? Weiß ich nicht. Jeder hat ja eine andere Meinung. Es gibt ja Ja, viele stimmt, Leute, die aber sagen, nee. ich kann da jetzt nichts, keine Anforderungen stellen, weil ich ja selber mich sehr offen zeige auch und so, weißt du? Ne?
im Internet. Ja gut, aber bei dir ist es ja mehr so humorbedingt so. Ja, aber ich spreche ja auch über solche Themen und so. Singst du mit dazu? Nee, aber machst ja keine so Videos und so auch, oder? Ich mache eher so Bilder so. Hä, hey, bin ich voll fein mit? Ernst? Also es ist wirklich so gar nicht so. Du denkst ja, nee, this is my girl. Nein, das ist meine Frau und wenn du das meine Frau bist, dann bin ich immer stolz auf dich, egal was du machst. Stark, ich unterstütze stark. Dich. Krass. Ja. Okay. Ja. Und jetzt wenn ich mal. Ja, haben wir das weg, deswegen müssen wir noch weiterreden. Ja, was, ja. Was meinst du? Ja, stell noch eine Frage. Und was würdest du machen, wenn ich so, sagen wir mal, du hast jetzt irgendwelche Freunde und die würden sagen, ja, ich habe gerade ein Bild von sehr gesehen, boah, krass, geile Sau, irgendwie sowas. Was würdest du darauf antworten? Wenn ich so reden sollen, aber meine Freunde, das kommt nicht mal in Frage, weil meine Freunde niemals über meine Frau so reden würden, ganz einfach. Okay, krass. Ist so. Und wenn die was sehen würden, dann würden die einfach ihre Meinung für sich behalten, so, weißt du? Ja, ja. Als ob meine Freunde zu mir kommen, ey, ich geil ja voll auf deine Chaya, die ist voll geil und so. Niemals, Digga. Das sind ja keine Freunde dann, deswegen. Krass. Aber wie kommt's, dass sie so ganz egal ist, so? Denkst du dir dann so, okay, ich bin der Einzige, der quasi sowas mit ihr hat und sollen die halt ruhig sehen, Hauptsache, sie macht so das Para damit und so, oder... Es geht ja nicht nur um Para. Es geht nicht nur ums Para. Wenn du das machen möchtest, wenn du dich so zeigen möchtest, dann ist das so. Digga, das akzeptiere ich komplett. Aber genauso, wie wäre das denn, wenn ich das machen würde? OF jetzt oder was genau? Ja. Oder allgemein dein Content so. Ahmed Kodi meint, er würde mit OF machen. Oh mein Gott. Ja, würde mich jetzt. Also, es kommt natürlich drauf an, was du machst. Ich sag mal jetzt mal so, würdest du irgendwelche Filme drehen, wo du. Du weißt schon, ne? Ja. Weiß ich jetzt nicht, wie es aussieht. Also, das wären wahrscheinlich dann auch eher Kurzfilme, aber ja. Also doch, ein bisschen too much so. Aber ich sag jetzt mal so, Bilder oder so fände ich jetzt auch nicht so schlimm. Ja, also, dann sind wir ja einer Meinung, oder? Ja, safe. Also. Ey, da bin ich doch perfekt gekommen. Dankeschön, Kudi. Ich sag dir ehrlich, Kudi, ich würde mir diese Kurzfilme angucken. Pustigi. Okay. Cool. Dann kommen wir sofort hoch, Kudi. Okay, Nicole. Das waren schon alle. Was sind so deine Gedanken? Also. Guck mal, du bist mit dem Konzept reingegangen, wer feiert das, wer feiert das nicht, wer kann nicht damit leben, wer kann damit leben. Und wir haben jetzt Kandidaten, die gesagt haben, ey, mich juckt das nicht. Wir haben Kandidaten, die gesagt haben, geht gar nicht. Und wir haben Kandidaten, die gesagt haben, boah, ich weiß nicht. Jetzt musst du selber für dich sagen, okay, diese drei will ich raus. Diese, ich glaube, das sind dann auch nur noch zwei, genau. Diese zwei kommen ins Finale und dann sind die im Finale. Wenn du dir noch nicht sicher bist, ne, geht, kann ja auch sein, mit so einer Person oder so, können wir wie gerade nochmal so eine Frage stellen, wie zum Beispiel, wie würdest du dein erstes Date gestalten oder so, um nochmal so, weißt du, was ich meine? Aber ich würde jetzt an deiner Stelle, bevor du diese Frage stellst, schon mal zwei sagen, direkt raus, direkt safe raus. Direkt safe raus? Genau. Warte, wie viele muss ich jetzt insgesamt rauswählen? Insgesamt drei? Jetzt machst du aber erstmal zwei und dann stellen wir diese Frage, weißt du? Wir machen das jetzt so, Jungs, es werden zwei direkt rausfliegen, insgesamt fliegen sogar drei raus. Das heißt, danach gibt es ein direktes Finale. Und Nicole wird jetzt aber erstmal zwei aufgrund eurer Antworten rausworten. Nicole? Egal, wie sympathisch man ist, so natürlich, wenn man mit jemandem in eine Beziehung kommt, ist das halt so ein großer Punkt. Ist ja mein Job und alles Mögliche und deswegen könnte ich ja jetzt auch nicht mit jemandem in eine Beziehung kommen, der komplett was dagegen hat und sagt, ja, hör auf, ich checke. Und alles. Ich check, was sie sagen. Ist ja einfach auch irgendwo schwer, so. Ist ja egal, wie die Meinung ist, aber ich kann ja jetzt nicht einfach mit meinem Job aufhören, weil jemand sagt, ja, ich feiere das jetzt nicht so krass. Deswegen muss ich leider die Person, die jetzt komplett was dagegen haben, leider rausvoten, auch wenn ihr mir sympathisch seid. Nicole, du darfst erstmal die zwei ersten direkt rausvoten. Genau, also zum Beispiel Berkoli meinte, er hat was dagegen. Deswegen muss ich ihn jetzt an der Stelle leider rausvoten, auch wenn er mir sympathisch ist. Aber Berko, du darfst gerne nochmal was sagen. Ja, das ist halt, ne, kann man nichts machen. Ist so, egal wie sympathisch eine Person ist, da gibt es keinen... was man dann noch viel reden kann, respektiere ich. Ja, also nicht falsch verstanden werden, ne? Ist halt nur eine Sichtweise. Also, bist auf jeden Fall ein cooler Typ, aber wenn es halt nicht passt, dann kann es halt quasi auch nicht irgendwo zu einer Beziehung kommen. Deswegen ist halt ein bisschen schwierig auch das Thema so. Ciao, rein. Auch rein, Berko. Danke fürs Mitmachen. Okay. Boah, ich hasse es, Leute rauszuholen. Einen musst du noch, bevor wir die Frage stellen. Boah, ich weiß es nicht. Kann ich nochmal eine Frage stellen, bevor ich jemanden rausvote? Okay, jetzt eine andere Frage, okay? An alle so gestellt. Seid ihr in einer Beziehung eifersüchtig oder seid ihr so, dass ihr der Frau auch Freiraum lässt oder so? Oder wie seid ihr so drauf in einer Beziehung? Was jetzt Klamotten angeht oder zum Beispiel rausgehen irgendwie abends so. Wie seid ihr so drauf? Boah, also
wenn du da halt jetzt nicht mit Bikini rumlaufst in irgendeinem Club, dann passt schon. Ja, als ob ich jetzt mit Bikini in irgendeinen Club gehe, so. Also ich ja, meine, warum nicht? Warum nicht? Ja, also, Cody, bitte, ich rede gerade. Also, auf jeden Fall, mich juckt das halt wirklich nicht, weil, wie gesagt, wie ich am Anfang gesagt habe, wir sind schon zusammen, wir gehören schon zu uns, ja. Ne? Yeah. Ja, deswegen, Leute können gucken, Leute denken sich, boah, der Junge hat's geschafft und so, aber wie gesagt, das war's dann halt auch. Ja, okay. Da kommt auch die Vertrauen rein, natürlich. Safe. Also Vertrauen genau. Ist sowieso sehr, sehr wichtig bei einer Beziehung. Genau, du kannst dich anziehen, so wie du willst, aber ich vertraue dir und deswegen machst du das halt alles auch. Chat, guckt euch bitte an, wie Cody da sitzt, bitte. So ja, ja. Ach, und das finde ich auch sehr wichtig. Okay, die anderen dürfen auch nochmal antworten. Okay, kann ich oder? Ja, Riton, sag. Also ich finde eine gesunde, also gesunde Eifersucht ist gut. Also wenn man gar nicht eifersüchtig ist, dann heißt es, dass man die Person ja auch gar nicht mag, so, weil da liegt ja nichts an der Person. Ich finde, aber was verstehst du unter Eifersucht? Also ich verstehe unter Eifersucht, dass, also gesunde Eifersucht ist, dass man sich Sorgen um die Person macht, wissen will, was sie tut, dass man auch sicher ist, dass sie gut geht, sagen wir mal so. Aber ich würde jetzt ihr nichts verbieten oder sie einsperren oder sonst was. Wie ich schon vorhin gesagt habe, wenn man jemandem was verbietet, ist eigentlich die Beziehung schon vorbei, weil ihr seid erwachsene Menschen, ihr wisst, was ihr tut. Und was gibt es für einen Spruch? Man sagt auch immer, wenn du einen Vogel hast und den fliegen lässt, immer so weit es will und so viel es will, kommt es auch immer wieder zurück. Aber wenn du diesen Vogel einsperrst, dann nutzt es die Chance, wenn du ihn freilässt, dass er nie wieder zurückkommt. Krass. Zitat Ende. Krasses Zitat. Was labert der? Da Cody nicht weitermachen will, mache ich einfach weiter. Wenn ich der Frau 100% vertraue, dann kann sie eigentlich, denke ich mal, alles machen, was sie machen will. Und wenn ich ihr nicht 100% vertraue, dann ist sie nicht meine Freundin wahrscheinlich. Aber warum vertraust du ihr nicht 100%? Also was muss nee, deswegen sage ich ja, wenn ich ihr nicht 100% vertraue, ist sie auch nicht meine Freundin. Also vertraue ich dir. Es gibt auch so Sachen, wo ich dann so denke, manche Sachen macht halt vielleicht auch eine Frau, wenn sie mich liebt, nicht. Zum Beispiel mit 10 Jungs auf dem Hotelzimmer chillen, ist vielleicht kann sie ja, machen, aber du, ist ein bisschen heißt, unangenehm so. Das heißt so, wenn man abends mit irgendwie rausgeht ja, oder safe. Es gibt ja schon Leute, die sagen, ja, zieh das nicht an, zieh das nicht an. Wie stehst du denn so zu dem Thema? Eine Frau soll anziehen, was sie will. Der einzige Punkt, der mich so ein bisschen triggert, ist so. Also mit anderen Männern, ich will nicht wissen, so, was sie gerade macht und ich will nicht wissen, wo sie ist. Sie kann sie mir gerne sagen und so, ich will sie nicht stalken oder irgendwas. Aber da ich da einmal ein bisschen gefickt wurde, habe ich da so ein bisschen Respekt vor der ganzen Thematik. Ich bin ja auch nicht so krass eifersüchtig, war ich auch nie. Aber ich will halt einfach, dass sie mir nichts verheimlicht. So, sie muss mir ja nicht alles direkt erzählen, aber wenn sie mit einem anderen Typen alleine unterwegs ist, dann kann sie mir das vielleicht auch danach mal erzählen so, oder davor. So. Ja, sowieso. Also ich finde, man sollte sich sowieso in einer Beziehung erzählen, mit wem man unterwegs ist und alles Mögliche. Aber also würde es dich stören, so wenn sie jetzt, sag ich mal, abends mal irgendwo rausgeht mit Freunden? Nein, oder warum? Sich so ein enges Kleid oder sowas, wäre kein Problem für dich so? Das würde mich gar nicht stören. Der einzige Punkt, der mich daran stört, ist so, wenn sie, keine Ahnung, in irgendeiner Stadt unterwegs ist und ich kenne Männer, ist auch ein bisschen gefährlich so manchmal. Als Frau. Deswegen will ich auch, dass sie sicher ist und vielleicht rate ich ihr davon ab, aber keine Ahnung was. Aber sonst ist mir eigentlich nicht egal, aber ich stehe zu dem, was sie macht. Okay. Cody. Was war das für eine Hose von Riton? Bruder, was ist das? Was zur Hölle? Ist das Pyjama? Oh mein Gott, man. Okay, Digga, warum hat er so ein Bild? Egal. Okay, Cody, mach nochmal deine Antwort, bitte. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich bin gar nicht eifersüchtig. Also schon ein bisschen auch so, wie Riton das gesagt hat. Was macht der, Digga? Eine gesunde Eifersucht. Nicht auf Stalken oder so. Aber das liegt auch daran, kurz mal Real Talk, das liegt auch daran, dass ich schon oft betrogen wurde. Und oha. Ich glaube, das ist eher so die Angst... Die Angst, wieder jemanden zu verlieren, einfach. Okay, krass. Was? Ja. Aber darf ich mal fragen, bei welchem Punkt du eher so eifersüchtig wirst? Also wenn sie, sage ich mal, jetzt so mit Typen rausgeht, also sagen wir mal, wir sind jetzt in der Gruppe und da sind jetzt auch ein, zwei Typen dabei, ist das für dich dann eher so die Eifersucht oder ist es die Eifersucht eher so, wenn sie sich, sage ich mal, jetzt so ein bisschen freizügig anzieht oder enge Sachen anhat? Meinst so du, wenn ich dabei bin auch, oder was? Ja, sowohl wenn du dabei bist, als auch wenn du dabei Das kommt ja voll drauf an. Also wenn ich merke, da wird so ein bisschen geflirtet oder so. Oder auch wenn du mit jemandem bist, mit dem du vorher was hattest oder so, weißt du? Und man merkt, okay, da ist noch ein bisschen diese sexuelle Spannung zwischen zwei Menschen. Das merkt man ja direkt, weißt du? Dann natürlich ist man ein bisschen eifersüchtig, ist ja klar. Auch wenn man jemandem vertraut, so. Aber trotzdem, was du anziehst und so, das ist voll egal. Da denke ich schon, dass du nichts machen würdest.
Nee, also ich glaube, ich sehe das, wenn man ganzen Herzen. Angezogen ist, dass man da jetzt irgendwas mit Ja, ich küsse dein Herz, Digga. Also, du kannst auch mit, also wenn du komplett bedeckt bist oder so, kannst du auch fremdgehen, Digga. Ja. Da, also, nee, das ist mir echt egal. So, okay, Leute, wir haben alle Antworten gehört. Nicole, du musst jetzt... Boah, ich würde gerne in einem bestimmten Szenario, würde ich sogar. Aber nur, wenn du erlaubst quasi, ne? Du weißt, was ich meine. Was meinst du? Ich habe noch Cody geantwortet. Okay, Nicole, du musst jetzt einen rausvoten und dann stellen wir nochmal die letzte Frage. Aber jetzt muss final nochmal einer rausgeschmissen werden. Boah, das ist so schwer. Oh mein Gott, ich weiß es nicht. Das Ding ist, boah, an sich sind wir alle so sympathisch, deswegen ist es voll schwer irgendwie. Glaube ich dir. Wir sind auch alle sympathisch so, aber es kann halt nicht jeder dein Herz erobern, weißt du? Du musst am Ende denken, okay, mit wem würde ich mich am ehesten nochmal treffen in Real Life so? Mit wem am ehesten nicht? Und jetzt brauchen wir das eheste nicht. Boah, das ist richtig schwer. Ich muss kurz überlegen. Ich glaube, ich muss da leider Linus rausroten. Okay. Musst du nochmal sagen, warum? Leid, ich höre auf alles, du bist mir richtig sympathisch, auch mit den Blumen und alles. Also es war auf jeden Fall krass, was du gemacht hast. Aber allein der Punkt, weil du meintest, ja, dass du da irgendwie eifersüchtig bist, wenn man mal rausgeht oder irgendwie sowas. Ja, das habe ich nicht gesagt, aber ich habe es halt so erlebt, so dass man dann, also das ist oft dann sowas irgendwie zu Streitigkeiten führt. Ich bin jetzt keine Person, die feiern geht oder so. Ich bin eher sogar eine Person, die gefühlt samstags nur zu Hause ist und vergammelt. Das hat Riton gesagt. Riton war ja eher so ein bisschen so zwiegespalten. Also er meinte eher so eine gesunde Eifersucht mal, Riton, dazu, aber... Du kriegst mich raus. Was? Ich muss den Eschen in Schutz nehmen. Also das hatte, glaube ich, Eschen... Er wollte mich gerade hier rauskicken. L-Aktion. Ich hab's wirklich nicht so gesagt. Muss ich jetzt eins oder zwei rauskicken? Du musst jetzt erstmal nur einen rauskicken. Ja, ist wirklich schwer. Ja, das Ding ist, ich hatte halt oft in der Vergangenheit auch den Punkt, dass... Nicole! Vote jetzt wen raus, bitte! Ja, okay, es tut mir leid, ich muss aber Linus rausholen. Okay, Linus. Mach's gut, Linus. Es tut mir wirklich leid, Linus. Du warst wirklich, also sehr, sehr sympathisch, auch mit den Blumen und sowas. Aber ich glaube, es ist so ein Punkt, dass wir oft zu Streitigkeiten führen. Du warst nicht schlecht, Linus. Du warst nicht schlecht. Du warst auch nicht gut genug, aber du warst nicht schlecht. Ja, deswegen. Hamid, lass mich ein Wort. Ich habe das zwar nicht so gesagt, aber ich nehme das an. Also ich sag dir ehrlich, das mit den Blumen war krass. Also, das war für dich immer das Beste. Ey, aber tu mir einen Gefallen, ne? Umut, der lügt dich komplett an, den würde ich nicht wählen. Wir sehen uns. Echt? Das ist krass. Oh mein Gott. Das ist krass. Umut? Das ist krass. Das Ding ist, ich kenne den Jungen nicht mal. Boah, jetzt bin ich misstrauisch irgendwie. Also ich kann dir versichern, zu 1 Million%, die kennen sich wirklich nicht. Also, Linus kennt vielleicht Umut, aber Umut kennt Linus nicht. Also. Aber warum sagt ihr das dann? Weil er da wahrscheinlich denkt, dass er lügt. Ja, die sollen denken. Die sollen denken, Digga. War halt wirklich so, dass er direkt gesagt hat, ja, gar kein Problem, alles und Dings und... Ja, du musst selber, du musst nach deinem Empfinden. Lass dich nicht beeinflussen, aber Jungs, wir haben nochmal gemeinsam eine Frage uns ausgedacht. Leider jetzt im Halbfinale den letzten rauszukicken, bis das Finale kommt. Und die Frage lautet, wie würdet ihr euer erstes Date gestalten mit Nicole zusammen? Einfach mal, ihr könnt ins Detail gehen, ihr müsst nicht ins Detail gehen. Einfach Freestyle, Jungs. Sagt was. Ja, kommt mir jetzt nicht mit, ihr würdet zusammen in Club. Jeder kann sagen, was er will. Boah, ich bin gespannt. Jo, ich würde mit dir zusammen an einem Freitagabend in den Club. Warum soll ich das nicht sagen? Ja, ich wollte noch weiter ausführen, bis ich gecheckt habe. Okay, wenn ich jetzt weiter ausführe, ist es vielleicht ein bisschen schlecht für Twitch. Shit. Nein, was Chilliges auf jeden Fall. Ich sag dir ehrlich, ich würde mir was jetzt heißt, was Chilliges? Krassesten Aufwand machen für dich beim ersten Date. Wir können auf entspannt was essen gehen, natürlich, was du möchtest. Ich bring dir noch ein kleines schönes Geschenk mit, ne, wie zum Beispiel Blumen oder so als Empfang. Ich weiß nicht, was du gerne isst. Wir können L'Osteria gehen oder so, Steak, keine Ahnung. Ich bin ja reich, deswegen, also, ist gar kein Problem. Du hast ja auch sehr viel Geld. Oder er hat Geld. Natürlich. So, Nicole, was mich interessieren würde, sorry Cody, dass ich unterbreche. Ja, ja. Sorry, dass ich unterbreche. Nicole, was mich interessieren würde, ist, wenn dein... was ist das überhaupt für ein Hintergrundbild? Ich sehe immer so halb ein Hintergrundbild von deinem PC. Was ist das? Bei mir oder was? Ja. Ich bin im Hotelzimmer. Ach so, boah, ich hätte kurz Angst. Okay, auf jeden Fall, du verdienst ja relativ gut, ne? Und angenommen, es kommt jemand daher,
der nicht so gut verdient, aber du magst ihn richtig, bla bla bla. Wie ist das bei dir? Wer zahlt bei dir beim ersten Date? Wer zahlt für dich? Also ich sage so, wenn ich mit einem Typen bin und auch mit ihm zusammen bin und alles, ist mir egal, wie viel er verdient. Solange es ein Typ ist, der Ziele im Leben hat, der zielstrebig ist, intelligent und irgendwo irgendwas macht einfach im Leben. Ich bin kein Fan von Leuten, die einfach den ganzen Tag irgendwo faul rumhängen, so sage ich ehrlich. Aber wenn er sich Mühe gibt so im Leben, versucht irgendwas aus sich machen, ist es für mich kein Problem, wenn ich mehr verdiene als der Typ so oder auch mal das Essen ausgebe, ist für mich überhaupt kein Problem so. Ich würde auch gern irgendwo aber mal was ausgeben. Aber beim ersten Date? Beim ersten Date muss ich sagen, finde ich schon, der Typ muss zahlen. Okay. Also keine Ahnung, ich finde, das ist einfach so ein Punkt. Als Frau, man wünscht sich einfach, dass der Typ dann einfach sagt, komm, ich zahle das Essen. Okay, also, ja, ich kann das verstehen, ich denke genauso. Es geht einfach um die Geste, es geht mir nicht ums Geld, wirklich 0,0. Es geht einfach um die Geste, dass du weißt, okay, der Typ macht sich irgendwo auch die Mühe für dich und sagt, komm. Gehört zu einem Gentleman einfach dazu. Ja, ist richtig. Ich finde auch, dass sich das gehört, Chat, und auch selbst wenn man nicht so viel verdient, wenn man so ein Essen bezahlen kann, dann sollte man so die Frau einladen. Man fragt sie ja meistens auch, ob man sie auf ein Date nehmen kann. Was ich mich aber bei dieser Regelung, sag ich mal, frage, ist, wenn sich ein Junge mit einem Jungen trifft, was auch ja ganz normal ist, wer zahlt dann? Weil jetzt ist die Regel weg. Jetzt ist die Regel weg. Dann schnick, schnack, schnuck. Also ich fände es sogar schlimmer, muss ich sagen, wenn ein Typ sagt, lass 50-50 machen, als wie wenn ich einfach das Essen zahle. So. Also ich glaube, wenn ein Typ sagen würde, lass Hälfte-Hälfte machen, das wäre für mich so, okay, nee, sorry, also das ist so ein Verhalten, keine Ahnung. Hey, ich weiß nicht, wenn ich sage, das war nicht das, was ich meinte, aber ist egal. Getränke bitte zahlen. So. Ja, ich meine genau das, ja, irgendwie, ich weiß nicht, ich denke mir so, ich finde es so. Ja, geht gar nicht. Okay, Cody, sorry, dass ich unterbrochen habe. Du kannst gerne dein Date noch weiter ausführen. Ey, danke, Alter. erzähl, Cody. Ja, ich weiß nicht, ob wir dann in Berlin wären oder hier, Digga. Ernst. Also, wenn du hier wärst, ich kenne mich ja gar nicht aus in Berlin, ne? Ja. Aber wenn er du macht hier das wärst, gut, Chad. Er macht ein paar schöne Ecken zeigen. Wir haben in Koblenz, haben wir so eine Festung. So Koblenz, eine schöne Grüße an Casey, der Präsident von Koblenz. Weißt du? Man also, kann da mit einer Gondel hochfahren. Ja, natürlich, Digga. Schöne Ausblick, ja, Sonnenuntergang genießen dort, weißt du? Nach dem Essen so auf süß einfach. Auf süß. Danach abends, keine Ahnung. Je nachdem, wie das Date verläuft, kann man ja noch zu Hause oder so auf süßen einen Film gucken. Nur kuscheln natürlich, man macht nichts anderes. So mit Deckel zwischen uns. Ja, beiden. Ja, okay. Verstehe schon. Mit Wand. Mit Wand so, okay. Ja, ohne anfassen und so halt. Also man guckt so den Film zusammen und dann geht man so schlafen, so, sagst du? Boah, übernachten bei erste Date, weiß ich jetzt nicht, Digga. Okay. Also du sagst, man bei dir. Essen so, dann guckt man einen Film und dann verpisst man sich so. Kannst auch gerne hier schlafen, Nicole. Gar kein Problem, Digga. Okay, ja gut. Cody, danke dir für deine... Ende, ja? Das Ende würde ich mir spontan aufheben. Ja, je nachdem, wie es läuft. So. Okay. Sag ich ehrlich. Okay, gut. Dann würde ich jetzt einmal Riton bitten, weiterzumachen mit seiner Date-Idee. Er war gerade einfach 10 Minuten dran. Ey, jetzt, ja, sorry, er hat mich unterbrochen noch, deswegen. Kurz und knapp. Ich würde es chillig machen. Ich würde jetzt nicht groß was so komplett reinscheißen und sagen, so geplant, okay, wir gehen erstmal essen, dann ins Kino und dann das. Ich würde sagen, das sollte eher locker sein, dass es für beide Seiten so chillig ist. Man kann was essen gehen, man kann ins Kino gehen. Aber ich bin zum Beispiel ein Fan davon, dass ich sie zum Beispiel abhole mit dem Auto. Man fährt ein bisschen rum, man geht vielleicht zu McDrive, holt sich ein Eis, geht spazieren. Wo wohnst du nochmal? Welche Stadt? Sehr... Wie bitte? Welche Stadt wohnst du nochmal? Ich wohne in der Nähe von Hannover. Aber wenn ich jetzt so nach Berlin zu kommen, wäre es kein Problem. Das ist zwei, also würdest du fürs erste Date quasi nach Berlin kommen oder würdest du ich würd sagen? Auf jeden Fall also wenn du in Berlin bist und wir uns treffen wollen, würde ich auf jeden Fall nach Berlin kommen. Also ich würde dich jetzt nicht hier nach das Hannover. Das ist gut, Digga. Ich würd, also Berlin ist ja auch eine coole Stadt. Abholen bei dir, wo du wohnst. Dich auch jetzt nicht irgendwie zu mir fahren lassen, dich abholen, was essen gehen und das Ganze entspannt machen. Ich bin ein Fan von viel reden, spazieren und ich denke, das fürs erste Treffen so am chilligsten. Und dann, wenn man sich öfter trifft, dann kann man ja auch vielleicht dann extravaganter essen gehen, schicker, sich schön ankleiden und so. Ich finde, auf Druck beim ersten Date ist das auch irgendwie kacke. So. Okay. Wenn man sich noch gar nicht so richtig kennt und dann ist richtig aufgedreht sind. Ich finde, das sollte real sein. Und real, finde ich, ist, wenn man einfach so locker und chillig ist. Auch in Jogginghose und so. Ja. Aber jetzt krasse Frage. Würdest du, und jetzt sehr ehrlich, würdest du beim ersten Date schon versuchen, die Frau so quasi mäßig so ein bisschen anzumachen und was mit ihr zu starten? Oder würdest du eher so auf
classy sein. Also, das ist ja eine Frage davon, wie man sich kennenlernt. Also ich finde, wenn wir jetzt miteinander schreiben auf Instagram und uns ist beiden klar, ey, wir wollen was Offenes, Lockeres, ist es was anderes, als wenn wir uns kennenlernen, wie, ey, wir wollen beide eine Beziehung. So, weißt du, was ich meine? Aber ich bin eigentlich nicht so der Typ, der eine Frau direkt beim ersten Treffen anfasst oder sowas, sondern einfach nur... Ja. Also, ich würde es unangenehm finden, direkt so nach ein, zwei Stunden direkt so krass die Körper zu machen. Ja, ich bin auch nicht so ein Fan davon, muss ich sagen, wenn ein Typ direkt versucht, irgendwie da was zu starten oder so. Okay. Ja. Okay, ja, Briton, ja. Danke dir für deine Date-Idee. Ich will natürlich auch zahlen. Also ich habe bis jetzt noch nie eine Frau zahlen lassen. Okay, krass. Stark. Dann, Umut, du bist der Letzte. Sag gerne nochmal deine Idee. Also, wenn es um solche Sachen kommt, ich bin eine Person, ich mache mir schon so Gedanken, was ich gut machen kann. Zum Beispiel, ich bin eher eine Person, zum Beispiel, ich würde jetzt nicht sagen, lass Kino gehen, weil Kino, da kann man nicht reden, da kann man sich nicht mal kennenlernen. Ich finde Kino cool, Mann. Das ist komisch, ja. Ich liebe Kino. Von mir aus, ich würde sagen, erst was Kleines snacken gehen, was Schönes. Check nicht, warum man das hatet. Und was heißt für dich denn, was Kleines snacken? Wo würdest du denn hingehen? Irgendwie Asiaten oder Döner oder was ist für dich so was Kleines snacken? Also für mich was Kleines snacken ist so keine Ahnung, so bei McDrive so eine McSmart-Menü. So was ganz Kleines snacken, sodass man nicht die ganze Zeit mit... Also du willst zum McDonald's gehen, so? Also nicht unbedingt. Man muss ja eine Stelle finden, wo was uns beide gefällt. Ja. Das finde ich besser. Und ungefähr nachdem wir was Kleines gesnackt haben, würden wir ungefähr... Entweder Billard spielen gehen oder Bowling, finde ich echt auch sehr stark, kann auch lustige Sachen passieren. Ja. Kann man auch reden. In welcher Stadt wohnst du nochmal? Stuttgart. Stuttgart, okay. Genau. Und ich würde auch natürlich nach Berlin fahren, weil ich liebe es, Auto zu fahren, ich liebe es zu reisen, neue Städte zu sehen, neue Länder. Also auf jeden Fall, ich würde dann dir so fragen, ey, du kennst dich hier ein bisschen so gut aus, gibt es hier eine schöne Stelle, wo man so chillen kann? Ja. Wir würden dann da sitzen, ein bisschen so Deep Talks führen. Ich finde alle Date-Ideen scheiße. Ist auch sehr chillig. Und dann war schön oder war so ehrliche Meinung. Und dann schauen wir, was in den nächsten Tagen passiert. Ja, okay. Okay, Nicole. Du hast jetzt alle Date-Ideen nochmal gehört. Du musst jetzt kurz überlegen, wen willst du raus, wen nicht. Wenn du meine Meinung hören willst, ich fand alle Date-Ideen scheiße. Also jede einzelne. Ja? Was hättest du denn gemacht? Ich? Boah, wenn ich jetzt spontan ein Date haben würde, würde ich erstmal mit der Person nach, ich habe direkt was vor Augen, nach Oberhausen, asiatisch all you can eat, asiatisch all you can eat, das ist ein richtig, richtig geiler Laden und daneben ist direkt Topgolf Oberhausen und das ist wie in Dubai, das mit diesen Golfen, da kann man so Minispiele spielen und nachdem man das gemacht hat, fährt man also wenn man da wohnen würde, wo ich wohnt, fährt man nochmal durch Dortmund und dann kann man in Dortmund ins Phoenix de Lumière und das ist so ein Bildmuseum, ein Lichtbildmuseum und das ist alles richtig, richtig, richtig geil gemacht. Dann hast du extrem hohe Wände, da werden so Sachen bespielt, aber das müsste man also genauer erklären, wenn man das wirklich machen würde. Das habe ich auf jeden Fall mit Johannes schon gemacht, Chat, ihr wisst Bescheid. Das wäre zum Beispiel eine Idee, wo ich gesagt hätte, W, ja, eure Ideen waren alle Schrott, aber... Nicole, ich muss ehrlich sagen, es war wirklich alles ein bisschen unkreativ irgendwie. Ja, fand ich auch. Also das hört man halt jedes Mal so, ja, ich würde jetzt essen gehen und... Aber ich fand so krass, dass du bei Umut auch gesagt hast, dass du Kino auch nicht so nice findest. Zum Beispiel, ich sag ehrlich, Kino, ich weiß, man kann da nicht so gut reden, wenn man das aber kombiniert, kann so geil, also ich liebe Kino einfach. Ich mag es auch, wenn Leute die Fresse halten, das mag ich auch. Deswegen hat man dann so eine Zeit, wo man zum Beispiel essen geht und so und dann hat man so auch dieses Kino-Ding... Und dann kann man nachher auch über den Film reden und erfährt so auch voll viel über den Menschen, wie der so Sachen wahrnimmt, wie der das fand und so, ob man gleiche Interessen hat. Also ich finde Kino gar nicht mal so schlecht. Aber es geht ja darum, was du gut findest, ne? Deswegen musst du entscheiden, was am schlechtesten war von den drei Date-Ideen. Ich sag mal so, wenn man jetzt sich trifft, noch nie gesehen hat und dann direkt ins Kino geht, ist halt natürlich schon ein bisschen cringe so.
du kennst die Person nicht mal und ihr geht direkt ins Kino, guckt erstmal einen Film. Ja, so. Direkt ins Kino, Film macht weißt keinen Sinn. Meine, das stimmt. Man kennt sich nicht, dann redet man nicht mal so richtig. Also Kino, direkt, also wenn man es irgendwie kombiniert, irgendwie zuerst was essen geht, dann ins Kino, ist ja schön gut, aber direkt Kino finde ich irgendwie, muss ich sagen, ein bisschen komisch. Okay, aber es hat ja auch so auf den keiner gesagt, deswegen, also du musst jetzt ein bisschen abwägen. Wer ist denn zum Beispiel für dich safe im Finale? Gibt es irgendwen, wo du sagst, okay, der ist Finale safe? Also Finale safe hätte ich jetzt gesagt Cody. Okay. Weil ich kenne ihn schon so davormäßig und er war jetzt jemand, der wirklich gesagt hat, boah, ich supporte alles, was du machst und mir alles scheißegal und alles. Und bei ihm habe ich das Gefühl, kam das so richtig so vom Herzen irgendwie. Ich weiß nicht, weil bei ihm hatte ich so das Gefühl, weil der eine meinte irgendwie, nee, er lügt und so, da bin ich jetzt irgendwie ein bisschen misstrauisch. Ja. Deswegen weiß ich jetzt auch nicht, was ich davon halten soll. Ich bin ein bisschen verwirrt so. Ey, bevor Chad was Falsches denkt, ne, wir haben einmal gefacetimed, ne, und wir haben so kurz geschrieben und so. Also bevor jetzt mit welchen Situationen. Ja, aber sie denken jetzt gerade was oder so. Nein, nein, ich meinte, ja, ich kenne ihn einfach nur so, weil wir schon mal so geschrieben haben und gefacetimed und so. Zum Beispiel mit Riton oder mit ihm habe ich irgendwie noch nie so richtig was zu tun gehabt. Deswegen meinte ich einfach. Ich auch schon sehr lange. Kann ich kurz was sagen? Ja. Ja. Über dieses Thema, was diese Linus gesagt hat. Ja, ich habe ja vorher gesagt. Ich hab ja vorher gesagt, das Wichtigste in einer Beziehung ist Vertrauen. Ja. Würdest du jetzt an eine Sache glauben, was eine komplett andere Person dir sagt? Nee. Ohne irgendwelche so Beweise? Oder was deine Mann dir so sagt? Ja, natürlich würde ich erstmal meinem Mann glauben, so. Aber das Ding ist. Dann hast du ja deine Antwort. Von Mann! Ja, aber warum sagt er das denn? Also, wie kam er jetzt darauf? Hast du keine irgendwie Ahnung. So. Weiß ich nicht. Ja, warum sagt er das? Er ist schon zum Ehemann. Ich hab dir nur gesagt, ey, zieh mal deine Cappy aus, vielleicht will sie deine Haare sehen. Dann hat der das irgendwie ernst genommen. Ich, keine Ahnung. Was ging bei ihm ab, aber. Keine Ahnung. Also du sagst jetzt, er hat Scheiße gelabert, so mäßig. Also, ich weiß schon, was die Wahrheit ist. Boah, jetzt bin ich voll verwirrt, Alter. Ich weiß es nicht. Ach, so am Schwitzen, Digga. Guck mal bitte sein Stirn, Bruder. Ich weiß es nicht. Was ist für euch der größte Upturn bei einer Frau? Unhygienisch sein ist für mich der größte Upturn. Also, ich finde, eine Frau muss gut riechen. Auch vor allem. Ich Chat Umut sieht heute sogar gar nicht so schlecht aus. Also, ich muss einen Duft riechen an der Frau. Sie soll einen Wiedererkennungswert haben an ihrem Duft. Weil egal wie hübsch, egal was für schönen Körper, was für schöne Haare, was für schöne Lippen, Augen sie hat, wenn du sie umarmst und da ein komischer Geruch aufkommt, dann ist es direkt schau. Und das sollte, also Körperpflege ist für mich die Eins. Deswegen, also das wäre ein No-No-Go, schlecht zu riechen. Und Humor, ich muss lachen können mit der Frau. Ich bin einer, ich mache sehr viele Witze, man kennt mich dafür, witzig zu sein. Und wenn ich witzig bin und die Frau nicht lacht, dann, was soll man dann machen? Dann ja, cool. Das ist scheiße einfach. Deswegen, also Humor, kein Humor haben und stinken ist für mich, ciao. Starke Antwort, ja, finde ich genauso. Also ich könnte auch niemals was mit dem Typen haben, der unwitzig ist oder keinen Humor hat. Deswegen, also ich bin da ganz bei dir und ich finde, Körperhygiene muss sowieso sein. Also, genau. Als ob ich jetzt mit einer Frau zusammenkomme, die stinkt. Also, nee. Weißt du, was meine? Ja, safe. Okay, gut. Also, bei mir natürlich auch Hygiene ist sehr wichtig. Humor und so alles, das ist ganz normal natürlich. Man sollte auch mit der Frau Spaß haben. Man sollte die Zeit mit der Frau genießen. Das ist wichtig. Und die Frau sollte auf jeden Fall nicht wie ein Frankfurter Kanake reden, so wie ein Mann. Ja. Sozusagen. Und was auch sehr wichtig ist, was ich auch natürlich bei sie das gleiche machen würde, sie soll auch gut mit meiner Familie umgehen, weißt du? Nicht diese, weil ich werde auch mit ihrer Familie gut umgehen. Ja. Also meine Familie, ich weiß schon, die sind nett, die machen keine Filme, die machen nicht dies, das. Aber Respekt zu haben, ist natürlich auch eine sehr wichtige Sache in einer Beziehung. Ja. In meinen Augen. Also für dich wäre es quasi so der größte Upturn, wenn sie keinen Respekt zu deiner Familie hat, so quasi. Allgemein, jeder Mensch, der keinen Respekt gegen einen anderen Mensch hat, sowieso, ist ja, nur... Also, das Ding ist, ich finde das halt so ein Punkt, so, das ist schon so selbstverständlich, also, wenn eine Frau keinen Respekt vor deiner Familie hat oder die respektlos behandelt, ist man ja schon quasi eh... Ja, weil... So, weißt du? Ich habe schon ein paar Kollegen, die so eine Beziehung haben. Ja? Also ich habe das selber gesehen. Weißt du, respektlos ist, oder was? Ja, ich habe das wirklich selber gesehen, aber weil die Typen... Mach mal. Aber weil der Typ Zug verknallt ist und ihn nicht verlieren will, warte, wartet, Leute, Cody ist gerade am Telefonieren. Cody, du, alles gut? Aber meine Mutter, ich habe kurz gute Nacht einfach nur gewünscht. Und das ist okay, das ist ja süß von dir. Süß.
Und was ist bei euch so der größte Anturn bei der Frau? Anturn bei mir ist auf jeden Fall die Augensprache. Augen lügen niemals und lächeln. Also, der ist ein Gangster-Fan. Die genau. Augen, Chico. Also, wenn ich merke, sie genießt wirklich das Zeit mit mir, dann werde ich mir so, werde ich so denken, okay, also sie ist auf jeden Fall die Richtige. Das ist der übelste Anteil. Okay, krass. Was sagst du, Rita? Ich würde sagen, Körpersprache auf jeden Fall. Wie die, wie sie sitzt, wenn sie mit mir ist, ob sie zu mir kommt, ob sie so ein bisschen Abstand sucht, ob sie meine Schulter anfasst oder sowas. Also sowas, auf sowas achte ich sehr viel, weil das zeigt im Endeffekt, glaube ich, auch, wie sehr eine Frau einen mag. Wenn wir zum Beispiel chillen, wir sind im Auto oder sowas, oder wir sind am Gehen und ich mache so meinen Arm um deine Schulter und du bist so voll so, du magst es gerade nicht oder sowas, ist auch viel unangenehm, weißt du? Also wenn sie, sag ich mal, anhand der Körpersprache zeigt, dass sie dich interessant und gut findet, finde ich das sehr schön. Ja, man macht ja Notizen. So Signal einfach, weißt du, ob es ein Lächeln ist, ob es ein Armfassen ist, sowas. Ja, okay, krass. Mhm. Stimme ich dir auch zu, safe. Okay, Nicole, du hast zwei Fragen jetzt nochmal gehabt. Jetzt musst du wirklich entscheiden. Ich fand natürlich beide extrem sympathisch, so, ne? Also, ihr beide wart krass und sowas. Aber wenn ich jetzt überlege für eine Beziehung, dann muss ich leider bei dem Punkt Riton rauswählen. Okay. Warum? Wegen dem OF-Thema. Ja. Weil... Da könnt ihr noch so sympathisch sein und sowas, wenn man sagt, ja! Okay, Umut ist weiter, oh mein Gott, was? Und Umut hat halt gesagt, okay, für ihn wäre alles in Ordnung, er würde alles akzeptieren und supporten und alles. Und wenn ich wüsste, okay, wenn ich jetzt mit Riton zusammen bin, dann müssen wir jetzt erstmal rumdiskutieren und Filme schieben, weiß ich jetzt nicht. Also. Okay, Riton, Riton, ja, ja, ich verstehe, was du meinst, Riton, denke ich auch. Also, natürlich, natürlich. Sympathisch. Aber es ist halt wirklich so ein Punkt, wo man halt weiß, okay, da werden safe Filme sein. Und ich kenne das ja auch schon aus der Vergangenheit. Und da denke ich mir einfach, ja, ich weiß es auch nicht, ob Umut lügt, weil dieser Linus meinte irgendwie, er ist misstrauisch, keine Ahnung. Ich bin da selber irgendwie gerade lost, deswegen keine Ahnung. Riton, kannst gerne nochmal was dazu sagen. Ich finde dich sympathisch, Nicole. Hat mich gefreut, dich kennenzulernen. Vielleicht sieht man dich auch mal in echt wieder, vielleicht hast du dann eine andere Meinung dazu. Danke, dass ich dabei sein durfte. Und mein letztes Wort ist, mein Ari auf OF drauf. Was? Was hat er gesagt? Was? Was auf OF drauf? Er hat gesagt, mein Auge auf OF drauf, so nach dem Motto, er guckt sich dein OF jetzt an. Okay, krass. Ey, Mann. Wir sind jetzt im Finale angekommen, okay? Wir haben zum einen Cody, wir haben zum einen Popel-Umut und diese beiden Jungs werden jetzt um das Herz von Nicole noch einmal in ein letztes Battle gehen, das große Finale. Ich werde euch jetzt einmal sagen, Jungs, was abgeht. Nicole, ich werde dich das erste Mal kurz alleine lassen oben. Ich komme aber sofort zu dir. Ich rede einmal kurz mit den Jungs und dann geht's ins letzte Gespräch quasi für euch. Und dann darfst du danach entscheiden. Ich komme sofort zu dir. Ja. Ja. Finale. Okay, okay. Ey, ja, Jungs. Ey, ich sag ehrlich, ganz kurz, ja. Ich bin wirklich am überlegen, rauszugehen, Bruder, und einfach Sherman das hier zu lassen, Digga. Nein, Bruder, darfst du nicht. Wenn du ein Mann bist, machst du das. Nein, darfst du nicht. Es muss jetzt ein Finale sein. Ob ihr gut oder schlecht performt, ist eure Sache, aber ihr müsst jetzt das Finale antreten. Okay, ich werde euch den Clou geben vom Finale. Das Finale wird nicht normal laufen, okay? Ihr habt jetzt ein ganz normales Gespräch mit ihr. Ihr geht ganz normal rein, ihr könnt reden, was ihr wollt, aber der Clou kommt jetzt, ihr müsst drei Wörter einbauen. Ich wusste es. Ich sag euch jetzt schon mal eine Sache, ich habe es in der Vergangenheit so gemacht, dass ich die Wörter aussuche und die waren katastrophal. Wir werden das heute so machen, dass wir einen random Wortgenerator benutzen werden. Ah, okay. Nein. Und ihr müsst dann diese Wörter, die der Generator ausspricht, benutzen. Wer möchte als erstes ins Battle gehen? Ich gehe. Okay, was ist das Ding? Einfach reden. Genau, einfach reden mit ihr und irgendwie diese drei Wörter einbauen und danach kann das Gespräch erst beendet werden. Okay. Und Hamid, eine Sache. Ja. Wir haben mit Cody abgemacht, jede Runde, den ich gewinne, geht noch ein Knopf hier auf. Und ich bin gerade schon so weit. Ja, ja. Okay, ich bin gespannt. Das heißt, warte mal.
Das Hemd ist komplett offen, wenn du gewinnst. Genau so. Okay, sehr cool. Okay, dann werde ich jetzt das erste Wort für dich generieren, Umut. Dein erstes Wort ist, ich bin gespannt, ne? Da kann jetzt alles kommen, wirklich. Nein. Das Einfachste und das Schwierigste. Oh nein. Streiks, also die Mehrzahl von Streik. Was? Streiks? Streiks. Streiks. Genau, die Mehrzahl von einem... Kann ich auch Streik sagen? Nein, es muss die Mehrzahl sein, Streiks. Mehrere Streiks. Du musst einfach nur Streiks sagen, wie du es einbaust, ist dir überlassen. Okay, ich hab jetzt okay. schon eine Idee. Das ist aber nur ein Wort, das ist nur ein Wort. Jetzt kommen noch zwei. Hä? Noch drei Wörter? Es kommen noch zwei. Alles gut, warte. Okay, weiter geht's. Schreib sie am besten auf. Zweites Wort. Oh mein Gott. Nein. Leuchtfackel. Leuchtfackel. Ja. Jetzt kommt dein letztes Wort, ich bin gespannt. Also das war schon echt schwer. Roulette, das ist easy. Roulette ist, denke ich mal, Digga. Roulette kann man gut machen. Ja, ich habe jetzt schon eine okay. Idee im Kopf. Okay, du hast alle drei Wörter. Cody, ich werde dir die Wörter erst kurz vor deinem Date geben, damit es so ein bisschen fair ist. Also ich werde... Kann ich mit rein, dass ich hier direkt mithöre bei ihm? Oder nee, ist so nee, du musst hier unten bleiben. Ja, dann gucke ich einfach Stream, Digga. Okay, bis gleich. Okay, Umut, du wirst jetzt runtergenommen. Du hast deine drei Wörter. Los geht's. Okay, Hallo? Wir sind wieder da, Nicole. Ich werde jetzt einmal sagen, wie es läuft. Und es wird folgendermaßen laufen, okay? Ihr werdet einfach nochmal ein ganz normales Gespräch miteinander haben. Und du kannst fragen, was du willst. Er kann fragen, was er will. Sagen wir mal so 3-4 Minuten reden. Und du wirst danach sagen, okay, war das Gespräch sympathisch? Wer gefällt mir mehr? Ganz normales Gespräch, also ganz einfach eigentlich. Also ganz einfach sagst du, okay. Ja, es geht. Ich muss jetzt fragen von mir aus schnell. Nee, ihr könnt einfach ganz normal reden, als wäre nichts. Okay. Los geht's. Okay, Leute. Ja, ich habe eine Frage. Ich bin gespannt, wie es einbaut. Was ist, wenn sie Clubbesitzer kennen? Cool. Man kann da Events managen. Glaube ich. Man kann da so Events machen, wo man drinnen mit so Leuchtfackel chillt. Keine Ahnung. Nein, also dann ist sie eine Tat. Also ist sie eine Wife oder was ist sie dann? Also ich muss die Person ja näher kennenlernen, um zu sagen, ob sie eine Wife ist oder nicht. Also es würde dich nicht stören, wenn sie Clubbesitzer kennt? Nein, eigentlich nicht. Okay. Eine Frage jetzt. Darf ich was fragen? Ja. Wie ist so dein Bodycount? Oh. Wenn ich fragen darf? Meine Bodycount ist... Unter 10. Unter 10, was bedeutet das? Über 5, unter 10. Okay, also wie bei so. Mir. Ganz genau 7. Ah, 7. Mehr als ich. Genau. Okay. Nicole, ich will nicht zwischengrätschen, aber was ist dein Bodycount? Also, falls du es sagen willst. Mein Bodycount ist 1. Oh, okay. Okay, hätten viele locker nicht erwartet. Okay. Macht einfach was hättest du denn erwartet? Ich? Ehrlich. Ich hätte so 326. Nein, Spaß. Ich hätte, wenn ich jetzt ehrlich geraten hätte, hätte ich gesagt. Das ist wirklich real so. Komplett real, ich hätte gesagt, dein Bodycount ist so 46. Oha, Mann. Warte, wie alt bist du denn? Wie alt bist du denn? Ich bin 21. Ja, hä? Ja, hätte ich schon gedacht. Also du hättest 46 gedacht? Ja. Aus welchem Grund? Hä? Ist das nicht heutzutage normal? Was hättest du denn bei mir gedacht? Bei dir jetzt? Ja. Ich kann dich schwer einschätzen, aber dadurch, dass du so Influencer-Streamer-mäßig bist, hätte ich jetzt gesagt 50. Was? Bei mir, bei dir ist nicht okay 46, aber bei mir 50? Bei mir ist 6. Ja, keine Ahnung, bei Typen ist ja allgemein ein bisschen höher als Frauen, dachte ich so. Nein, bei mir ist 6. Oh mein Gott, sag 50. Boah, eine Frage habe ich dir. Ja, frag. Hast du deinen Führerschein? Ja. Also, du fährst schon so Autobahn und so, ne? Ich fahre extrem viel Auto, also ich liebe Autobahnen. Boah, sie hat locker auch ein cooles, sie hat ein cooles Auto, ich hab's gesehen auf Instagram. Vor einem Monat war doch diese Streiks los in der Autobahn. Mhm. Meinst was du mit dem Bauern? Er hat Streiks benutzt. Ja? Streiks was hat er benutzt. Was hältst du denn von diesen Situationen? Einfach so eine random Frage. Also, ich verstehe es schon, wenn die protestieren so, aber man ist natürlich trotzdem auch irgendwo abgefuckt, wenn man nicht auf die Straße kommt, ne? Genau das wollte ich wissen. Digga, wie scheiße, Jack. Abgefuckt hat oder nicht? Ja, als ob ich mich jetzt freue, wenn ich den ganzen Tag nicht durch die Straßen komme. Da freue ich mich jetzt so, oder was? Komm, okay. Er muss weiterreden. Was hast du denn davon gehalten?
Auch scheiße. Komplett. Zum was Beispiel macht sagen der wir mal, guck mal. Eigentlich habe ich diese Frage gestellt, um zu diesem Punkt zu kommen. Ein bisschen links. Sagen wir mal, ich will nach Berlin kommen für ein Date. Okay. Und da passieren diese Streiks. Ja. Da muss ich einfach die ganze Zeit so da rumhängen. Genau, abgefuckt. Ja, und was soll ich jetzt machen? Also. Einfach nur so gesagt. Was macht der da? Was macht der, Chat? Ja, soll ich jetzt den Streik aufhalten oder? Nein! Ich will nichts machen, da bist du halt abgefragt, was ich jetzt mache. Egal. Scheiß drauf, vergiss es einfach. So schlecht, ne? Vergiss es einfach. Hast du noch irgendwelche Fragen? Ich checke gar nichts. Scheiß drauf, ab und zu kommt schon diese. Okay, warte, ich überlege mir jetzt eine Frage an dich. Oh, und willst du Kinder? Safe. Wie viele? Also am Anfang eins, reicht schon, aber so. Zwei wäre auch schon süß, so eine Junge und eine Tochter. Oder zwei Jungs oder zwei Töchter vielleicht. Ja. Wäre auf jeden Fall süß. Was mein Traum wäre, aber natürlich, man kann ja nie wissen, so ein Junge und ein Mädchen. Ja, natürlich, also wie ich gesagt habe. Aber das ist dann auch irgendwie so eine 50-50-Chance-Shot. Also das ist so wie Roulette, man weiß ja nie, was kommt. Hey, aber hoffentlich. Das war gut, Das war gut. Also wir irgendwann mal Kinder haben. Das war gut. Junge und eine Tochter. Ja, wäre süß. Safe. Ja, echt süß, natürlich. Leute, ich will euch nicht unterbrechen. Ihr könnt ganz normal ganz kurz weiterreden. Ich gehe kurz zu Cody hoch, ich komme aber sofort wieder. Also redet ganz normal weiter, ich bin sofort wieder da. Ja, krass. Also machst du schon oft Sport so. Okay, Cody. Bruder. Ja, hallo? Ey, Cody, deine Zeit ist gekommen für deine drei Wörter. Okay. Bist du ready? Schreib sie auf. Ja, ich werde es jetzt aussuchen, okay? Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Glück. Umut hat komplett reingeschissen. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast mit seinem ersten Wort. Ja, also stark angefangen, das war echt komisch, Digga. Okay, wir fangen an mit deinem ersten Wort. Mechaniker. Kann man einbauen. Mechaniker kann man mitarbeiten, denke ich. Okay. Ich mach direkt weiter mit deinem zweiten. Let's go. Stieftochter. Was? Stieftochter. Ja. Okay. Und das letzte Wort ist... Enkel. Oh, das passt eigentlich. Ja, ist gut. So. Damit das kannst du gut kombinieren. Okay, ja. Ich will dir aber keine Tipps geben. Ich hol dich jetzt sofort runter und dann bist du an der Reihe. Du holst mir einen runter? Nein, ich hol dich als runter, also dein Discord. Ich schon fertig. Okay. Alles gut. Ja. Hi. Endlich sehe ich dich wieder, Alter. Okay, jetzt bin ich gespannt. Shit. Lang nicht gesehen. Legen wir direkt los, oder was? Also. Ja, soll ich jetzt Fragen stellen, oder? Ich frage Hamid gerade. Hamid, sorry, hab dich verwechselt. Ja, korrekt. Sagt einfach, was ihr wollt. Ihr könnt ganz normal miteinander sprechen, okay. Als wäre das hier off-cam. Gut. Nicole. Ja? Ich möchte tatsächlich, auch wenn ich gerne der dominantere Teil bin, möchte ich, dass du mich jetzt fürs Erste ein bisschen besser kennenlernst und dass du mir ein paar Fragen stellst, die du sehr wichtig findest. Okay. Also, wenn du magst, kannst du das Gespräch eröffnen damit. Okay, Cody, eine Frage. Ja. Ich weiß nicht, ob du da ehrlich bist, aber ich bin immer ehrlich. Ich bin sehr ehrlich, Mensch. Was ist dein Bodycount? Mein Bodycount. Ja. Ich bin gespannt. Boah. Ich sag bei Cody 27. Ja. Weißt du das überhaupt? Ich sag ehrlich, ich weiß es nicht. Ich würde so schätzen, zwischen so Fuvi und ein 80er, so. Ungefähr. Ja, so Digga, irgendwas. Ist das krass. 80. Ist das krass. Also zwischen 15 und 80. Ich kann dir keine Zahl jetzt sagen oder so, ernst. Mhm. Deswegen. Ist das wichtig für dich? Was heißt wichtig? Ich finde es halt, also muss ehrlich schon sagen, dass ich es jetzt nicht so krass geil finde, wenn jemand einen zu hohen hat. Digga, er hat Umut gerade zum Beispiel selber jetzt auch Vorlage gespielt. Keinen hohen hab und dann denke ich mir halt so, okay, das ist jetzt für die Person irgendwie nicht so wichtig oder keine Ahnung, hat halt irgendwie irgendwo so einen anderen Stellenwert auch. Weißt du, was ich meine? Ja, klar. Aber wir haben ja vorhin. Wir haben ja vorhin viel über Akzeptanz geredet. Ja, weil du jetzt einen hohen Bodycount hast, weißt du, also, keine Ahnung. Das ist aber kein Diskussionsgrund oder so für dich, ne? Weil wir haben vorhin ja viel über Akzeptanz geredet, auch wegen ORF. Ja.
So, keine Ahnung, ich fände das fair, wenn mein Gegenüber das dann auch akzeptieren würde. Ich meine, das ist ja Vergangenheit, weißt du? Ja, ja, safe. Aber eine andere Frage, wie würde es denn für dich sein, wenn deine Freundin so einen Bodycount hat zwischen 50 und 80? Also würdest also du dann ehrlich, sagen, okay, das ist Vergangenheit, oder? Früher hätte ich gesagt, dass ich sowas gar nicht feiere und so, ne? Aber mittlerweile hat sich meine Meinung geändert, weil ich kann selber von jemandem nichts erwarten, was ich selber nicht erfülle, weißt du? Mhm. So, das ist wie so oft irgendwelche Männer ihren Frauen verbieten, in Clubs zu gehen und selber gehen die jedes Wochenende feiern schon und Wetter, so und ein so, Wort weißt benutzt, Chat? Ja, keine Ahnung. Er also, muss noch Enkel, ich, also Stieftochter und Mechaniker benutzen. Deswegen. Ja, ja, ja. Ich habe eine Frage an dich. Was hast du vor Social Media gemacht? Also hast du eine abgeschlossene Ausbildung? Er wird sagen, er war Mechaniker. Also bei mir war es so, ich habe ja relativ früh schon mit Social Media angefangen, wo ich 17 war. Ah, okay. Und davor war ich halt in der Schule und wollte mein Abi machen. Also bei mir war so, ich war schon damals eigentlich voll gut in der Schule. Ich war so Schulbeste so. Okay. Und dann habe ich halt mit Social Media angefangen und dann kam halt so das und OF und alles und habe so angefangen, Geld zu verdienen und dachte mir halt so, okay, eigentlich, ich weiß so jetzt, ohne die Schule noch weiterzumachen. Also ich dachte mir halt so, okay. Du hast Schule abgebrochen dann auch? Ich habe dann in der 12. Klasse, wo ich Abi machen wollte, die Schule abgebrochen, ja. Okay, crazy. Was hättest du denn gerne gemacht? Also in welche Richtung? Das würde mich interessieren. Also, wärst du ins Soziale gegangen? Oder? Hätte ich kein Social Media gemacht, wäre ich wahrscheinlich nach Amerika ausgewandert, irgendwo nach LA oder Miami, hätte studiert und wahrscheinlich irgendwas mit Fitness oder so gearbeitet. Crazy. Also Personal Trainer, irgendwie sowas. Das war hätte eigentlich ich, so mein hätte ich nicht gegeben. Das hätte ich dir jetzt nicht gegeben, sag ich ehrlich. Was meinst du? Das hätte ich dir jetzt nicht gegeben irgendwie, keine Ahnung. Wie meinst du? Ich hätte jetzt eher gedacht, so wenn ich Probleme mit meinem Auto habe, du bist so Mechaniker so, ich komme dann da in den Werkstatt. Oh, krass eingebaut. Ja, keine Ahnung, so. Weil du bist auch stark, weißt du, du kannst diese Schrauben richtig... Hä? Also du findest ich sehe jetzt aus wie ein Mechaniker, oder was? Würde ich dich schon so... Er hat es lustig eingebaut. Ja, könnte passen, weil du bist stark, du bist eine starke Frau und so, deswegen... Du hast auch vorhin gesagt, du fährst gerne viel Auto, so... Deswegen. Ja, aber dann bin ich jetzt ein Mechaniker, also ich muss dir ehrlich sagen, Mann. Ich kenne mich jetzt gar nicht aus mit sowas. Achso, ja. Sie ist aber trotzdem ja, verwirrt, egal. Ne? Scheiß drauf. Ja. Also du dachtest, okay, die macht jetzt ihre Schule und danach wird sie so Mechanikerin. I don't know, hätte sein können, kein Plan, Digga. Das bin ich jetzt so. Egal, scheiß drauf. Bist du ein Familienmensch? Oh, jetzt kommen die anderen beiden. Ja. Er hat es einfacher gehabt, muss man schon. Sagen. Also ich muss sagen, nicht zu extrem, weil bei mir in der Familie gibt es so ein paar Dinge so, aber ich bin schon ein Familienmensch, ja. Okay. Wie ist dein Bezug zu deinen Großeltern? Weil ich muss sagen, ich habe, also meine Großeltern sind leider verstorben, aber ich habe damals sehr, sehr viel Zeit mit denen verbracht. Ich bin ja auch schließlich ihr Enkel. So. Okay, Enkel ist weg. Also ich sag so, bei der Mutterseite, stark der eingebaut. Bezug zu meinen Großeltern ist krass. Zum Beispiel meine Oma, also Stieftochter fehlt ich glaube, das habe ich nirgendwo mal erzählt, aber ich bin die ersten 5 Jahre meines Lebens bei meiner Oma aufgewachsen. Die hat mich so quasi erzogen und sowas. Und deswegen, ich habe also so einen krassen Bezug zu meiner Oma und allgemein zu meinen Großeltern. Darf man fragen, warum oder geht das zu sehr in die Materie? Also warst du eine Stieftochter? Hast du irgendwie mit deinen Eltern nicht so den krassen Kontakt? I don't know. Oder Stieftochter ist schlecht eingebaut, aber ist weg. Also ich bin da relativ offen eigentlich bei allem. Also bei mir war das so, ich bin halt, wie gesagt, die ersten 5 Jahre aufgewachsen in Bulgarien bei meiner Oma, bei meinem Opa, bei meinen Großeltern allgemein. Oha. Weil halt meine Eltern hier in Deutschland waren, gearbeitet haben und irgendwie nicht so richtig die Zeit dafür hatten, keine Ahnung. Und dann bin ich halt nach Deutschland quasi. Ja, ja. Und ich sag mal so, gab natürlich schon ab und zu ein paar Punkte so in der Familie, wo man so ein bisschen Streitigkeiten hatte oder allgemein. Ja, ein bisschen Probleme einfach, aber ja, ich trotzdem sagen, halt. So, ja. Wir können ja bei einem Date oder so, bei einem Spaziergang irgendwie tiefer in die Materie dann gehen, weißt du? So auf Deep Talk-mäßig meinst du? Ja, safe, ja. Okay, Jesus, Leute. So, was Familie angeht? Ja, Cody, kannst gerne nochmal die Frage zu Ende beantworten. Also wie gesagt, ich bin auch übelst der Familienmensch. Keine Ahnung, habe ich damit schon die Frage beantwortet? Ich will jetzt nicht zu lange machen, wegen Hamid so, ne? Aber keine Ahnung, wir können, ich denke, wir reden ja sowieso nochmal, ne? Ja. So, okay. Sehen, dann kann ich dir. Ich hole den Ümit nochmal runter und das war's mit den letzten Gesprächen. Die Jungs, ja, also ich sag dir ehrlich, Nicole, den du nicht nimmst, nehm ich einfach. Umut, du musst deine, nochmal Dankeschön an jeden Einzelnen, der mitgemacht hat.
Jetzt vor dir stehen zwei sehr, sehr coole Content-Creator, die auch beide mit mir befreundet sind. Du musst aber jetzt einen gewinnen lassen und mit dem kannst du dann gerne weiter schreiben. Ihr könnt euch auf Instagram vernetzen, bla bla bla, wie ihr wollt. Befreundet ist crazy dafür, dass du sagst, hey, gib mir deine Nummer und du dann einfach, dann schreiben mich andere Leute an, außer du. Das ja, zeig noch mal die Cap, die da liegt. Warte, was? Ich raff gerade gar nichts. Was befreundet? Hat er mir geklaut. Aus Versehen, Digga. Ich muss aus Versehen! Du hattest sie in Düsseldorf mit! Warum soll ich wissen, dass das deine ist, du Spasti? Du wusstest ganz genau, dass das meine ist, weil ich dir gesagt habe, dass das meine ist! Ich wusste nicht, dass das deine ist. Aber im Shop hast du gesagt, ich hab deine Cap, ich hab deine Cap. Und dann sage ich, wo ist die? Sagst du, nicht hier. Und dann war sie aber da. Hat mir gesagt, ich meinte, ey, die ist voll cool und so, kann ich die haben, Bro? Er meint, ja, hä, gerne. Bruder, nimm die mit, ich weiß nicht, wem die gehört, nimm die mit. Ist das krass, ja. Egal, ist eine Sache für was anderes, also, aber für eine andere Zeit, aber... Nicole, mach du deine Entscheidung, bevor ich mich hier weiter mit Cody streite. Ja, bevor du dich entscheidest, Nicole, bevor du dich entscheidest, will ich noch mal kurz meine Hose richten. Okay, okay. Was kann Umut bieten? Umut, zeig mal auf dein Gott. Das musst du selber rausfinden. Mein Gott kannst du schon sehen, das ist schon kein Problem. Okay, sag mal her. Also, viele sagen schon, dass ich eine fette Gott habe, aber... Man sieht gerade aber nichts. Komm mal nochmal zu dir. Ja, man, guck mal. Wenn ich jetzt so mache, das ist jetzt... Alter, Walla, was ist das für eine Position hier? Ja, doch, du hast schon. Ja, schon eine Giert. Schon eine gute Giert. Schon der ein oder andere Lusttropfen geflossen, Digga. Kannst du jetzt auch dein Guck mal, ich hab jetzt eine Frage an den Chat. Mann, was würde der Chat denken, der besser zu mir passt? Okay, Nicole, frag nochmal. Was würde der Chat denken, wer besser zu mir passt? Chat? Ah, siehst du den Chat nebenbei? Ja, ich hab grad noch mein zweites Handy. Da bin ich auf der Live. Okay, Chat, ihr könnt natürlich jetzt einmal Chat, reinschreiben, was ihr glaubt. Chat, schreibt mal rein, wer besser zu mir passt. Das finde ich eine L-Frage, muss ich sagen. Mods nicht spam. Oder chill doch, chill doch. Oh Gott. Du einfach auf dein Herz hören solltest. Und wenn du dich von Meinung von anderen lenken lässt, dann bin ich hier raus. Dann verlasse ich das Ganze, dann lasse ich meinem Bruder hier den Vortritt. Das ist gar kein Problem. Dann. Okay, krasser Punkt. Sorry. Ja? Bei dem Thema OF und so. Warum das nicht so akzeptiert wird in der Gesellschaft, das ist von Meinungen von anderen. Die Leute hören immer auf andere, ey, was macht deine Freundin da, was bist du für einer, dass du mit so einer zusammen bist und so. Und da ist der Punkt zu sagen, ey, das ist meine Entscheidung und ich schaue auf mein Herz. Ja. So. Das stimmt auch. Krasser Punkt, okay. Natürlich stimmt das! Oh mein Gott, muss ich jetzt antworten? Du musst jetzt tatsächlich deine Antwort loslassen und mit der Welt teilen. Okay, mach mal so krasse Musik oder so Trommelwirbel oder irgendwie sowas. Okay. So, diese... Warte, ich krieg noch was Besseres hin, warte. Oh, ey, meine Mutter ruft mich an. Ah, seine Mutter ruft kurz an. Gehen wir los. Da, Mama. Scuse. Amuitatka has dormita. Okay, nur jetzt die Pascha, scuse. Sorry. Tut mir leid. Ciao. Fuck, ich war ein bisschen laut, meine Eltern sind genau unter mir, Digga. Okay, Nicole, Trommelwirbel läuft ab jetzt. Jetzt muss ich antworten. Du musst einen Namen fallen lassen und sagen, wofür der steht. Okay, Umut. Du bist leider raus. Es tut mir leid. Ich schwöre auf alles, ihr seid beide so sympathisch und alles hat gepasst. Aber ich muss sagen, beim Punkt Humor muss ich Cody leider den Punkt geben. Oh, okay. Aber ich bin auch ein Mensch. Und da bin ich. Oh mein Gott! Ich hab so ein schlechtes Gewissen bei sowas. Oh mein Gott! Er hat sich anscheinend sehr gemacht, Nicole. Er hat sich anscheinend sehr gemacht. Der zu Hause. Mutter hat seine Eltern. Oh mein Gott. Also auf jeden Fall, Nicole? Ja, und irgendwie war er mir auch misstrauisch, weil dieser Linus die ganze Zeit meinte, ich würde ihm nicht trauen und sowas. Das war auch nochmal so ein bisschen in meinem Hinterkopf. Ja, aber die kannten sich ehrlich nicht. Die kannten sich wirklich nicht. Das Ding ist... Guck mal, ich war die ganze Zeit dabei. Ich war ja in den Zwischenräumen dabei. Ja. Und da war schon ein bisschen...
die sind da schon angeeckt, sage ich jetzt mal. Ah, die haben sich gestritten so ein aber bisschen. Aber ich muss sagen, Umut ist eine ehrliche Haut, Digga. Oh Mann. Umut ist eine ehrliche Haut. Ja. Ja, ich hasse sowas, das tut mir voll im Herzen weh. Also, er war mir auch voll sympathisch und so. Ja, auf jeden Fall, es gab voll, hättest du Umut gewinnen lassen, Cody, sag mal, was dann passiert wäre. Dann hätte er sein Oberteil ausgezogen, Digga. Dann wäre der letzte Knopf aufgegangen. Der ist jede Runde, wo der weiter ist, hat er einen Knopf weiter aufgemacht. Wir haben diese Wette abgeschlossen. Ein sehr, sehr lustiges Finale, war ein, generell ein sehr lustiges E-Date. Cody, ne? Glückwunsch, dass du gewonnen hast. Danke. Danke dafür, dass du mitgemacht hast. Danke Nicole auch fürs Mitmachen. Ihr könnt natürlich, ihr seid ja eh schon gerne. Ihr seid ja eh schon connected, also brauche ich da der nicht noch irgendwie. Der Pokédex wird weiter ausgeführt, Digga. Ja, auf jeden Fall. Das war's mit dem Video. Wenn ihr wollt, könnt ihr gerne nochmal irgendwas sagen, ne? Aber dann endet das Video direkt danach. Cody, du darfst anfangen. Ladies first. Ja, so, also Leute, danke auf jeden Fall, dass ihr dabei wart. Danke auch an den Chat, an Hamid. Schöne Grüße an die ganze Community, ihr seid geil, Digga. Dankeschön. Safe. Jetzt bist du dran. Ja, also danke auf jeden Fall auch für die Einladung, Hamid. Danke, dass du mich ausgewählt hast für das Format. Ich fühle mich geehrt. Danke auch an alle Boys, die mitgemacht haben, die mein Herz begehren wollen. Auch an den Chat, dass sie so aktiv waren und so. War auf jeden Fall cool, dabei zu sein. Safe. Also. Ja, dankeschön, dass du mitgemacht hast. Ne? Ist, man muss dazu sagen, auch natürlich nicht so einfach, vor allem, wenn so Themen wie OnlyFans rumkommen und so ist. Die öffentliche Meinung hauptsächlich ist immer voll dagegen. Da finde ich es auch korrekt von dir, dass du trotzdem da trotzdem mitgemacht hast und so ist auch nicht ohne. Das war's mit dem Video, Leute. Haut rein und ciao.